Okay, colleagues, we're going to get. Liebe Kollegen, wir beginnen mit Sitzungsteil Nummer 3. Die Rolle der parlamentarischen Prüfkontrolle über nationale Geheimdienste in einer Zeit der Massenüberwachung. Es freut mich, dass wir beginnen mit einer Erklärung von Ian Cameron. Er ist Mitglied der Europäischen Kommission für Demokratie durch Gesetz der Venedig-Kommission. Und Herr Cameron ist auch Professor für internationales Recht an der Universität in Uppsala. Im Anschluss an seine Präsentation wird er den Text allen zukommen lassen. Bitte schön. Vielen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben. Sorry, I will speak. Ich werde etwas erzählen über den Bericht der Venedig-Kommission 2007 über die demokratische Kontrolle über die nationalen Geheimdienste. Dieser Bericht wird gerade aktualisiert. Ich bin der Berichterstatter. Man rechnet damit, dass das Plenum der Venedig-Kommission im März 2014 diese aktualisierte Fassung verabschieden wird. Ihnen ist wahrscheinlich bekannt, dass die Mitglieder der Venedig-Kommission unabhängig sind und seit mehr als 25 Jahren Erfahrung haben mit verfassungsrechtlichen internationalen Fragen. Sie haben sehr viel Erfahrung mit Mechanismen zur Stärkung der rechtlichen und politischen Rechenschaftspflicht. Ich möchte auch kurz etwas sagen über die besonderen Probleme der Kontrolle von strategischer Aufsicht. Dieser Bericht der Venedig-Kommission aus dem Jahre 2007 hat 60 Seiten. Dort wird diskutiert über verschiedene Modelle der Rechenschaftspflicht, um die jeweiligen Stärken und Schwächen dieser Methoden ausfindig zu machen. Es gab dann noch Nachfolgeberichte, beispielsweise den Bericht des UN-Sonderberichterstatters zu EU und Terrorismus, Martin Shannon. Einen weiteren Bericht gab es für das Europäische Parlament aus dem Jahre 2011. Der Bericht 2007 befasst sich nicht spezifisch mit strategischer Überwachung, aber die aktualisierte Fassung wird sich mit diesem Thema befassen, das von Bedeutung ist für interne Sicherheit. Anfangs möchte ich etwas über das Problem als solches sagen. Das Problem kann so zusammengefasst werden. Die Schwäche, die Anfälligkeit demokratischer Gesellschaften in Kombination mit der diffusen Natur ihrer Bedrohungen impliziert, dass heute alles überwacht wird, was potenziell eine Gefahr sein kann. Wenn es keine externen Grenzen gibt für Überwachung und diese Grenzen nicht immer wieder neu gezogen werden, dann besteht eine natürliche Tendenz, für alle geheimdienstlichen Organisationen zu viele Informationen zu sammeln. Und das ist auch bildlich veranschaulicht durch das, was wir jetzt erleben. Interne Grenzen werden und können nicht ausreichen. Die Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden sollten zwar Grenzen setzen bei der Erhebung von Daten, zumindest in demokratischen Staaten, aber es ist ihnen auch nicht primär ihre Aufgabe, darüber nachzudenken, welcher Schaden für demokratische Gesellschaften verursacht werden kann, indem zu viele Informationen erhoben werden. Hier möchte ich sagen, dass die Behauptungen, die zurzeit untersucht werden, im Wesentlichen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich betreffen, beides demokratische Staaten. Man könnte also sagen, dass ultimativ demokratisch gewählte Politiker dahinter stehen und daher auch dafür verantwortlich sind. Die physischen und administrativen Kapazitäten haben früher das Sammeln, die Menge der gesammelten Daten eingegrenzt.
Aber größere technische Vorstöße bei der Erhebung, bei der Zwischenspeicherung und Analyse von Daten und bei der Überwachung haben die Kapazitäten der Sicherheitsbehörden in diesem Zusammenhang signifikant erhöht, was sich auch sehr bildlich veranschaulicht im jetzigen Fall. Und es geht auch nicht nur darum, geheimdienstliche Daten zu erheben. Diese Daten werden ja erhoben, um in unterschiedlicher Art und Weise genutzt zu werden, bei strafrechtlichen Ermittlungen, um Sanktionen effizienter zu gestalten, sicherheitspolitisches Screening bei der Frage, wem Staatsbürgerschaft gegeben werden soll und was noch wichtiger ist bei externen Angelegenheiten, Überstellungen und so weiter, Drohnenattacken und so weiter. Der Bericht der Venedig-Kommission machte vier verschiedene Formen der staatlichen Rechenschaftspflicht aus, über das interne bürokratische Niveau hinaus. Erstens parlamentarische Rechenschaftspflicht, Rechenschaftspflicht vor der judikativen Rechenschaftspflicht, vor unabhängigen Experten in Gremien. Und die letzten beiden sind Mechanismen, die komplementär sind zu den ersten beiden Formen, die nicht sehr gut funktionieren. Warum funktionieren sie nicht sehr gut? Das hängt zusammen mit der Natur von geheimdienstlichen Daten. Diese Daten dienen zum großen Teil einer Risikoevaluierung. Solange es nicht Mechanismen der Rechenschaftspflicht gibt, um eine signifikante zweite Meinung einzuholen zu der Risikoevaluierung, dann sind es wirklich nicht Schutzklauseln. Das schlechteste Szenario ist, dass es nicht tatsächlich andere Mechanismen gibt, sondern so eine Art ideologische Schutzschild sind. Daher sind externe Kontrollen absolut notwendig. Die Hauptfunktion von externen Kontrollen besteht darin, die internen Kontrollen zu stärken und zu stützen. Die Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden haben sicher demokratischen Werten und Menschenrechten verschrieben. Das ist der größte Schutz überhaupt. Die Venedig-Kommission bezieht nicht Stellung dazu, ob es eine parlamentarische Kontrolle oder eine Kontrolle durch Experten geben sollte. Unterschiedliche Länder können unterschiedliche Strukturen wählen, je nachdem, was ihre Verfassung dazu besagt. Der Bericht des Parlaments geht davon aus, dass es am besten ist, beide Formen von Kontrolle zu haben. Es wird aber auch in Betracht gezogen, dass man eine Hybridlösung wählen kann, wie das einige Staaten tun, Schweden, beispielsweise Norwegen. Was die strategische Überwachung betrifft, so kann ich dazu sagen, dass reine parlamentarische Systeme nicht funktionieren. Hier muss man sehen, dass das Fallrecht des Europäischen Gerichtshofes unabhängige Kontrolle verlangt, sowohl bei der Genehmigung als auch in den darauffolgenden Phasen. Die US-Erfahrung, die anerkannte Inadäquatheit des Kodex demonstriert, und dieser Kodex ist natürlich unabhängig, aber demonstriert, dass das nicht ausreicht. Man braucht ein Follow-up-System. Ein Follow-up-System bedeutet, dass es ein ständiges Kontrollgremium von Experten geben muss. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass dieser Bericht heute schon früher diskutiert worden ist. Einigen der Schlussfolgerungen in dem Bericht kann ich zustimmen. Allerdings halte ich es für falsch, nationale Kontrollmechanismen einfach zusammenzuwerfen. Das britische System ist fragmentiert und inadäquat, was die strategische Überwachung betrifft, wohingegen das deutsche und das schwedische System gar nicht so schlecht sind. Das heißt nicht, dass sie nicht verbesserungswürdig sind, aber die sind nicht schlecht. Es gibt da relativ starke statutorische Einschränkungen. Die Operationen sind relativ begrenzt im Vergleich zu den britischen und amerikanischen Operationen und die Kontrolle ist sehr viel stärker. Ich werde jetzt drei Hauptprobleme bei der strategischen Überwachung ansprechen.
Erstens Kontrolle der strategischen Überwachung. Es gibt Lösungen für alle diese Probleme. Und diese Lösungen können der guten Praxis vieler Länder entnommen werden. Das erste Problem sind die negativen Auswirkungen der Massenüberwachung auf die Gesellschaft. Das brauche ich gar nicht weiter auszuführen. Die Lösung besteht ja selbstverständlich darin, im Rahmen des Möglichen das Material zur Erhebung von Daten einzugrenzen. Es muss also klar definiert werden, was Sicherheitsbehörden abfragen können und was nicht. Da sind sowohl die deutsche als auch die schwedische Gesetzgebung nutzvolle Modelle. Die zweite Einschränkung, die man vornehmen kann, ist, dass man die Kapazität einschränkt dessen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gesammelt werden kann. Auch hier ist das deutsche Beispiel zwecktauglich. Da ist die Kapazität zu jedem Zeitpunkt auf 20% eingeschränkt. Drittens, ein Massentransfer an andere Staaten kann verboten werden. Das kann natürlich problematisch sein für Staaten, die daran gewohnt sind, zusammenzuarbeiten, was offensichtlich der Fall ist beim Vereinigten Königreich und bei den Vereinigten Staaten. Viertens, das Erheben von strategischer Überwachung zu Handelszwecken kann verboten werden. Nun, es gibt aber zumindest drei Bereiche von Wirtschaftsaktivitäten, wo strategische Überwachung sehr sinnvoll ist und ich würde auch sagen legitim ist. Erstens, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Export, Import. Wenn man eine exportbasierte Wirtschaft hat wie Deutschland, dann muss man ein Auge darauf haben, wo die Komponenten für doppelte Verwendung hingehen. Ein anderer Bereich ist massive Geldwäsche. Und der dritte Bereich ist Umgehung von EU- und UN-Sanktionen. Dort kann strategische Überwachung bei der Beobachtung von Kommunikationsmustern sehr interessant sein. Ein zweites größeres Problem ist das Risikobewusstsein, das entstehen kann, wenn private Datenbanken öffentlich genutzt werden. Das Europäische Parlament hat sich damit schon früher befasst, beispielsweise im Zusammenhang mit PNR. Und es gibt ja auch ein verwandtes Problem, das Datenschürfen. Hier braucht man starke Qualitätskontrollen bei dem Öffnen von individuellen Dossiers. Man kann das genehmigen, aber man muss hohe Schwellenwerte ansetzen, bevor es so weit kommen kann. Dann könnten auch die Daten, die aus der strategischen Überwachung kommen, etikettiert werden, um ein entsprechendes Follow-up zu sichern. Außerdem ist es wichtig, dass die Aufsichtsbehörde ganz speziell die Aufgabe damit hat, sich die personenbezogenen Daten anzusehen, die erhoben werden. Und zwar ohne Ansehen der Nationalität. Drittens, es besteht das Potenzial bei strategischer Überwachung, dass diese Daten genutzt werden, um rigorosere nationale Kontrollen bei der Überwachung zu Zwecken der Umsetzung des Rechts zu umgehen. Der Grund dafür ist folgender. Interne Kommunikation kann international sehr rasch observiert werden. Und ein großer Teil der Kommunikation ist in der Tat internationale Kommunikation. Es besteht auch das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen Behörden. Es sind da Behauptungen gefallen. Ich weiß nicht, ob sie richtig sind oder nicht. Es ist jedenfalls behauptet worden, dass verschiedene Sicherheitsbehörden im Rahmen der Zusammenarbeit die eigenen nationalen Behörden ausspionieren. Also das sollte man eigentlich verbieten. Man kann nicht eine andere Sicherheitsbehörde beauftragen, etwas zu tun, was man selbst nicht tun darf. Was man allerdings nicht verbieten dürfte, ist die passive Entgegennahme der Informationen von anderen Behörden. Das ist problematisch, weil die Trennlinie nicht so einfach zu ziehen ist. Aber es wäre wirklich dumm, die Entgegennahme von Informationen von anderen Behörden zu verbieten. Denn ein Hauptziel der strategischen Überwachung besteht ja darin, herauszufinden, ob da etwas läuft, was nicht laufen sollte. Dann könnte man den Kollegen im anderen Land einen Tipp geben, die darauf hinweisen, schaut euch das doch mal bitte an. Und die können dann ihre eigene interne Sicherheitsbehörde benutzen, um weiter in der Sache zu ermitteln.
Dieses Problem kann teils geregelt werden. Interne Sicherheitsbehörden achten sehr eifersüchtig auf ihre internen Kompetenzen, um mit internen Dossiers umzugehen. Wichtig ist es auch, genau zu verfolgen, welche Vereinbarungen mit anderen Ländern getroffen werden und ja, wie diese Vereinbarungen umgesetzt werden. Die deutsche Gesetzgebung beispielsweise sieht eine Meldung vor, wenn die Überwachung sehr individualisiert wird. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es muss auch Ausnahmen geben. Aber die Aufsichtsbehörde hat ja eine wichtige Rolle und entscheidet, ob eine Ausnahme gilt oder nicht gilt. Die Überwachungsbehörde kann nur für ganz bestimmte Zwecke, für die gravierendsten Verbrechen, die Informationen weiterleiten an interne Behörden. Eine weitere Möglichkeit, um das Risiko der Umgehung zu vermeiden. Und dann kann man auch vorsehen, dass die Aufsichtsbehörde genau prüft, welche Informationen an externe Sicherheitsbehörden gehen. Diese Behörde sollte ein weit gefasstes und ein starkes Mandat haben, um alle Aspekte der Sicherheitsüberwachungsarbeit abzudecken. Abschließend ein konkreter Vorschlag für das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament kann keine Entscheidung treffen für die US-amerikanische Gesetzgebung oder die britische Gesetzgebung. Sie kann gute Praxis fördern, schlechte Praxis verurteilen, sollte das Parlament auch tun. Aber was das Parlament tun kann, ist, dass es das bestehende Netzwerk von Aufsichtsbehörden in den europäischen Staaten und in Norwegen und der Schweiz unterstützen kann. Es gibt ein solches Netzwerk, die Mitarbeiter treffen sich, aber es gibt ein Problem mit der Finanzierung. Das ist eine ganz einfache Frage. Es ist ein sehr sinnvolles Netzwerk. Die Mitarbeiter treffen sich regelmäßig, tauschen Informationen miteinander aus, nicht geheime Informationen, sondern sie sprechen über gemeinsame Probleme, sprechen darüber, wie man besser mit den Problemen umgehen kann, über Kontakte. Und mit geringen Ausgaben könnte das Europäische Parlament dies unterstützen. Vielen Dank. Thank you very much, Professor. Vielen Dank, Herr Professor Cameron. Ja, jetzt können die Mitglieder kurz Fragen stellen. Wir haben zwar nicht viel Zeit, aber dennoch. Bitte, Jan, zunächst einmal von den Schattenberichterstattern. Jan, bitte. Vielen Dank, Herr Cameron. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie diese wichtigen Beziehungen mal dargestellt haben, also zur Rechtsstaatlichkeit, zur Demokratie und auch zu anderen Menschenrechten. Auch das ist ja angeklungen. Und ich möchte gerne eine Frage anschließen. Wenn Sie sich diese Massenüberwachungsprogramme anschauen und das Verarbeiten von Daten, von personenbezogenen Daten, vertraulichen Daten, ohne Unterscheidung, wo es ja unterschiedliche Informationssätze eigentlich gibt. Da wird aber nicht unterschieden. Und wie kann hier überhaupt ein Schutz gewährt werden, also der Vertraulichkeit zwischen dem Recht auf der einen Seite und dem Kunden auf der anderen Seite? Und wie kann es überhaupt einen Schutz geben, also eines Parlaments zum Beispiel in der Demokratie, und wie kann hier Vertraulichkeit zwischen einem Arzt oder einem Patienten gewährleistet werden? Bitte, vielleicht gehen Sie darauf zunächst ein. Ja, ganz kurz. Es gibt automatisierte Systeme für einige dieser Fragen, aber natürlich in einer solchen Situation, die Sie ansprechen, muss man erstmal sicher gehen, dass das Personal gut ausgebildet ist, dass intern da Sensibilisierungsarbeit gewährleistet wird, also dass hier die Werte der Menschenrechte hochgehalten werden. Aber dann brauchen Sie natürlich auch eine gute Aufsicht, sobald die Informationen individualisiert werden. Denn es ist ja so, dass strategische Überwachung hauptsächlich auch, da geht es nicht so sehr um die einzelnen Fälle, aber wenn Sie das tun,
dann müssen Sie natürlich sehr klare, starke interne Verfahren haben für die Zulassung, für das Erlauben, hier auf individueller Grundlage zu arbeiten. Und dann muss natürlich auch, da müssen die Aufsichtsbehörden darauf hingewiesen werden, auf so einen Fall, wenn es den denn gibt. Also das ist das Einzige, was ich Ihnen im Moment sagen kann. Also Sie brauchen hier ein ganz starkes Aufsichtsorgan und das Aufsichtsorgan muss informiert werden, wenn es um einen solchen Fall geht. Bitte sehr. War jetzt noch ganz in Gedanken. Vielen Dank. ja. Also der Sorry, my German is very poor. Yeah. And then put it on number two. Also der Rechtsstaat und die Geheimdiplomatie passen ja an irgendeiner Stelle nicht mehr zusammen, ja? Oder es kann zumindest so sein, dass man hier in Schwierigkeiten gerät und wenn die Geheimdiplomatie, wenn Geheimdienste, wenn die gewissermaßen prioritäre Informationen immer mehr und mehr erhalten, ist das ein Problem für den Rechtsstaat und die Demokratie. Also, und wir stehen davor, dass wir häufig, wir merken es selber als Ausschuss, immer das Argument bekommen, das ist vertraulich, in camera, oder das kann man also nicht wirklich und diese Akten und kann man nicht bekommen, ganz große Schwierigkeit. Das ist für mich ein Problem, was die Kontrolle angeht. Ich sehe es genau wie Sie, dass man positiv schwanken sollte zwischen parlamentarischer und Expertenkontrolle. Ich glaube, dass die Expertenkontrolle notwendig ist und die parlamentarische überhaupt nicht ausreicht, schon vom Fachwissen her und schon auch von, vielleicht auch mit dem Umgang von Vertraulichkeit zu tun haben. Vielleicht könnten Sie mal zu diesem Punkt etwas sagen, denn wir können ganz viele Gremien einrichten, wenn die nicht ein wirkliches Akteneinsichtsrecht haben, ich meine ungeschwärzt, wenn sie nicht wirklich die Möglichkeit haben, alles auf den Tisch zu bekommen, kann man sich die Zeit sparen. Ja? Und das bewegt mich ganz besonders. Well, first I can say. Ja, da stimme ich Ihnen zu, was jetzt das Aufsichtsorgan angeht. Das sollte aus Experten bestehen, aber das muss sehr eng verbunden sein mit dem Parlament, denn das Parlament verfügt über die Legitimität, um daran überhaupt teilzuhaben. Denn also, wenn man eine Expertengruppe einsetzt, muss man ihnen ja auch vertrauen können. Das ist nun mal so. Und das heißt, sie brauchen die entsprechende Legitimität des Parlaments und damit auch die Kontakte mit dem Parlament. Also auch wenn die geheimsten Informationen da vielleicht nicht rausgegeben werden dürfen, aber auf jeden Fall muss man sich da gegenseitig vertrauen. Ein Problem, was das Einsichtsrecht angeht, ist, dass sie eben nicht immer alle Informationen sehen können, die zwischen ausländischen Agenturen da transferiert wurden. Wenn also da Material von einer Agentur zur anderen transferiert wird und die empfangende Agentur das vielleicht auch gar nicht weitergibt, da muss man eine ganz klare Regel haben und sagen, dass die Aufsichtsgremien, also die nationalen, auf jeden Fall das Recht haben, auch sich diese Informationen anzusehen und einzusehen. Da muss es ganz klare Vorschriften im Mandat des Aufsichtsorgans geben. Und dann gibt es natürlich sehr sensible Informationen, da gibt es aber auch dann Möglichkeiten, Verfahren, sich damit auseinanderzusetzen. Es muss aber ganz klar sein, dass das nationale Aufsichtsorgan Einsichtsrecht hat, auch bei den Informationen, die von ausländischen Behörden transferiert wurden. Dankeschön. Frau Sippel, bitte. Ich würde gerne zwei Fragen stellen wollen. Ein Grundproblem, mit dem wir uns hier auseinandersetzen, ist, dass massenhaft Daten gesammelt werden von Unternehmen, von Behörden, von Regierungen und auch von Privatpersonen. Diese massenhafte Datensammlung in Verbindung mit einigen Äußerungen, dass es um den Schutz von Interessen, auch um den Schutz von ökonomischen Interessen geht, lässt ja deutliche Zweifel daran aufkommen, dass es tatsächlich nur um strategische Überwachung von Waffenströmen, Terrorismus und Ähnliches geht, sondern dass es tatsächlich auch um ökonomische Interessen zu Handelszwecken geht. An der Stelle stellt sich mir die Frage, ob denn im Detail, was die Auswertung, Verarbeitung und Analyse all dieser Daten angeht, irgendein Kontrollgremium überhaupt in der Lage ist, sicher nachzuverfolgen, zu welchem Zweck diese Daten erhoben und verwertet werden.
Und eine zweite Frage an der Stelle. Sie haben sehr viel von Behörden und Einrichtungen gesprochen. Es gibt Hinweise, dass gerade im Zusammenhang mit der NSA auch viele private Unternehmen beteiligt sind, auch was die Erfassung und Analyse von Daten angeht. Hört nicht spätestens an der Stelle die Kontrolle auf, was mit diesen Daten geschieht? To begin with, yeah. Ja, zunächst mal einige Länder wie das Vereinigte Königreich und die USA diese Macht haben, auch aus wirtschaftlichen Zwecken Daten zu erheben. Gut, ich habe es ja auch eingangs gesagt, dem sollte Einhalt geboten werden. Aber man muss gewisse Ausnahmen vorsehen, denn es gibt einfach gewisse wirtschaftliche Gründe, wo es dann auch legitim ist, auch solche Informationen zu erheben. Aber der Verdacht Wirtschaftsspionage, das ist natürlich sehr ernsthaft. Dann die Frage, also deutsche, schwedische Kontrollbehörden, die sind zwar nicht perfekt, die können auch noch verbessert werden, können gestärkt werden auf die eine oder andere Art, aber diese Kontrollgremien haben Einsichtsrechte in die entsprechenden Muster der Erhebung. Sie haben schon Kontrolle über das, was da erhoben wird. Es geht mir eigentlich mehr um das Problem der NSA in diesem Zusammenhang und auch in diesem Zusammenhang der GCHQ, des britischen Geheimdienstes also. Dankeschön. Ja, Herr Helio, bitte, möchten Sie noch etwas fragen? Oder sonst gab es, glaube ich, keine weiteren Wortmeldungen? Dann danken wir Professor Cameron recht herzlich dafür, dass er hier heute bei uns war. Vielen Dank, dass Sie uns informiert haben über die Tätigkeiten dieser Kommission. Es war sehr informativ und interessant. Herzlichen Dank, dass Sie uns dies mitgeteilt haben. Es ist sicherlich interessant für die Mitglieder auch, den vollen Text einsehen zu können. Und es hat uns sehr interessiert, was Sie heute hier zu sagen hatten. Vielen Dank, Herr Professor. So, jetzt kommen die nächsten beiden Redner. Aiden Wills hat gewisse Probleme mit dem Verkehr gehabt. Deswegen kommt jetzt Mr. Ian Lee. Okay, that's great. So, colleagues, so. Ja, verehrte Kollegen, Herr Ian Lee, Professor der Universität, wird im seinem Namen, aber auch im Namen von Aiden Wills hier sprechen. Er hat Probleme mit seinem Pass, er hat ihn verloren und kann deswegen nicht ausreisen oder herreisen. Also, parlamentarische Kontrolle, das ist der Hauptthemenbereich von Ian Lee. Und für uns interessant ist vor allen Dingen die internationale Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten und die weitere und schnelle Entwicklung im Bereich IKT und Technologie insgesamt. Welche Auswirkungen das hat auf die parlamentarische Kontrolle und was kann auf europäischer Ebene getan werden, um hier diese Kontrolle noch zu stärken? Bitte sehr, Ian. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, um hier in diesem Ausschuss zu reden. Aiden Wills hat mich gebeten, dies hier als gemeinsamen Standpunkt darzulegen, denn er ist leider nicht in der Lage, heute hier zu sein.
Ja, nach ein paar einleitenden Worten über die Kontrolle und die internationale Zusammenarbeit im Bereich Kontrolle und Aufsicht werde ich mich eigentlich auf drei Hauptthemen konzentrieren. Ich möchte zunächst einmal sprechen von den Herausforderungen der internationalen Geheimdienstzusammenarbeit für Aufsichtsbehörden, die positiven Schritte, die einige Aufsichtsbehörden unternehmen im Zusammenhang mit einer stärkeren Zusammenarbeit und dann einige Empfehlungen für die Zusammenarbeit bei Aufsichtsbehörden auf nationaler und EU-Ebene. Der Austausch von Informationen, gemeinsame Aufsichtsprogramme, gemeinsame Entwicklung und das Teilen von Technologien, all das sind Bereiche der internationalen Geheimdienstzusammenarbeit. Es geht natürlich jetzt darum, auch diese Themen zu kombinieren. Das ist wesentlich. Und hier geht es eben auch darum, diese Fragen zu klären. Mir geht es nicht so sehr um diese Angaben, die es da gibt, sondern die Frage, wie eigentlich Aufsichtsbehörden diese Fragen angehen können. Wie können sie zusammenarbeiten? Ich werde mich konzentrieren auf die Rolle der ständigen Aufsichtsgremien, zum Beispiel auch Ad-hoc-Untersuchungs- oder Ermittlungen und auch Gerichte, die hier sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang. Wichtig ist zunächst einmal vorauszuschicken, dass wir daran erinnern müssen, dass die Herausforderungen der transnationalen Bedrohungen aufgrund von Terrorismus, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, organisierter Kriminalität, das sind genau die Dinge, die dazu führen, dass Agenturen in verschiedenen Ländern überhaupt zusammenarbeiten wollen. Und es besteht kein Zweifel daran, dass diese Zusammenarbeit auch insgesamt hilft, die Menschenrechte zu stärken über die verschiedenen Rechtssysteme der verschiedenen Länder hinweg. Allerdings, und das stellen wir auch fest, insbesondere seit dem 11. September, dass der Anwendungsbereich und der Umfang dieser Zusammenarbeit wirklich exponentiell angestiegen ist. Und wenn man das verbindet mit der sehr schnellen technologischen Veränderung, also auch Zugang zum Austausch von personenbezogenen Daten und so weiter, das wird ja jetzt deswegen auch näher untersucht. Im Bereich Überwachung ist es so, dass Geheimdienstzusammenarbeit eigentlich schon lange besteht. Es gibt hier Erhebung und Analyse von Daten, auch die Entwicklung von Systemen und Infrastruktur. Das bekannteste Beispiel, aber nicht das einzige, ist die Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA. Und das hat zu einigen Abkommen in den 1940er und 50er Jahren geführt. In der jüngsten Vergangenheit ist es so, dass die Kommunikationsmethoden und Überwachungsmethoden sich dramatisch verändert haben. Die grundlegenden Gründe für die Zusammenarbeit bei der Überwachung sind allerdings ungefähr die gleichen geblieben. Geheimdienste teilen geopolitische Interessen und arbeiten deswegen zusammen, also teilen Know-how, technologische Kenntnisse, aber auch sprachliche Bereiche, die werden zusammengeführt, gebündelt. Eine solche Zusammenarbeit schafft natürlich auch Probleme bei der Überwachung, zum Beispiel was die Verteilung angeht, also welche Agentur zum Beispiel ist verantwortlich bei der Verteilung von Aufgaben, und auch andere Risiken können entstehen und die dazu führen, dass nationale Systeme umgangen werden, damit überhaupt auch Überwachung zugelassen werden kann. Es ist so zum Beispiel, dass solche Dienste, Geheimdienste Informationen erhalten können von Partnern, die sie normalerweise rechtlich nicht erhalten dürften oder erheben dürften. Und die Infrastruktur wird ja auch geteilt in einigen Fällen und oft wird der Informationsaustausch auch automatisch durchgeführt. Und da ist es so, dass ohne Antrag sogar Informationen hin und her geschickt werden können. Jetzt noch etwas zum Bereich Kontrolle. Das ist ja auch schon auf nationaler Ebene angeklungen. Es gibt hier verschiedenste Systeme. Professor Cameron hat das ja schon erläutert.
wir können eigentlich hier stark unterscheiden zwischen der parlamentarischen Kontrolle, dem parlamentarischen Kontrollsystem und dem System der Expertenkontrolle. Also nationale Aufsichtsausschüsse gibt es da. Also die Experten sind oft nicht parlamentarisch und die werden ausschließlich für die Überprüfung der Geheimdienste eingerichtet. Also es geht darum, dass man auch vertieft überprüfen kann. Es ist ja so, dass es eben Vollzeitmitarbeiter sind, die eben diese Aufgabe die ganze Zeit erfüllen, nicht wie Parlamentarier. Aber sie haben vielleicht auch Zugang zu Informationen, die vielleicht für einen Parlamentarier, einen Abgeordneten nicht akzeptabel wären. Wie ich schon gesagt habe, gibt es unterschiedliche Modelle für die Aufsicht in den verschiedenen Staaten Europas. Es gibt aber nur sehr wenige Länder, die ausdrücklich eine Regulierung der Zusammenarbeit der Geheimdienste vorsehen. Gesetzlich ist da sehr wenig geregelt. Dann komme ich auch gleich zu einigen der Probleme der Aufsicht über die geheimdienstliche Zusammenarbeit. Grundsätzlich liegt das Problem darin, dass diese nationale Aufsicht im Wesentlichen eingerichtet wurde, um gegen Missbräuche auf nationaler Ebene vorzugehen, wenn diese von den Geheimdiensten begangen werden. Seit dem 11. September ist klar geworden, dass dieser Nachdruck auf den nationalen Aktivitäten dazu führt, dass diese Aufsicht gegenüber der geheimdienstlichen Zusammenarbeit relativ zahnlos bleibt. Ich möchte da einige Beispiele liefern. Grundsätzlich geht es bei der Aufsicht ja darum, Zugang zu allen relevanten Informationen zu bekommen. Wenn die Aufsicht sich auf unvollständigen Informationszugang stützt, kann das zu irreführenden Schlussfolgerungen führen, vielleicht sogar zu einem falschen Gefühl der Sicherheit führen, zu einem falschen Gefühl, dass Rechenschaft abgelegt wird. Wie Professor Cameron gesagt hat, gibt es hier insbesondere die Einschränkung durch die Drittparteienregel. Ich muss das nicht weiter erklären. Man kann aber vernünftigerweise sagen, dass es einen Rechtsverweis auf die Drittparteienregel gibt, der in nationaler Gesetzgebung weltweit recht verbreitet ist. Und das behindert die Aufsichtstätigkeit nationaler Gremien, auch über die nationalen Geheimdienste. Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass bevor ein nationaler Geheimdienst der Aufsicht Informationen bereitstellt, er die Genehmigung des Partnerdienstes einholen muss. Oder man kann es auch anders sagen. Es führt dann auch dazu, dass der Partnerdienst ein Vetorecht gegen die nationale Aufsicht bekommt. Aber nicht alle Länder akzeptieren den Gedanken, dass die Drittparteienregel die Aufsicht in dieser Weise einschränken darf. Es gibt europäische Länder, die einen anderen Ansatz vertreten. Sie meinen, dass Informationen, die dem Geheimdienst zur Verfügung gestellt wurden, auf Grundlage des Abkommens zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, dass die Aufsicht dann überhaupt nicht als dritte Partei gilt. Und das zeigt recht deutlich, worum es bei der Drittparteienregel geht. Es geht ja darum, dass Informationen mit einem Geheimdienstpartner ausgetauscht werden, dass diese Informationen dann aber nicht in unzulässiger Weise einem Dritten zur Verfügung gestellt werden. Die Drittparteienregel kann darüber hinaus auch von den beaufsichtigten Geheimdiensten missbraucht werden, um eine wirksame Aufsicht zu hintertreiben.
Sie können zum Beispiel beim Partnerdienst anfragen und dann vielleicht gleich anregen, dass die Antwort Nein sein könnte. Der zweite Nachteil oder die zweite Einschränkung. Bei der nationalen Aufsicht über die Geheimdienstzusammenarbeit liegt darin, dass der Schwerpunkt der Arbeit immer beim nationalen Geheimdienst liegt. Und bei irgendwelchen Programmen werden die Aufsichtsbehörden sich primär für den Anteil ihres eigenen Dienstes interessieren. Ein Aufsichtsgremium sollte eigentlich nicht sich für die Aktivitäten der Partnerdienste interessieren. Hierfür hat die Aufsichtsstelle kein rechtliches Mandat und auch keinerlei Befugnisse. Es gibt keine Befugnisse, von ausländischen Regierungen oder ausländischen Geheimdiensten Informationen einzufordern. Die dritte Schwierigkeit liegt in der Komplexität der hier diskutierten Aufsichtsprogramme. Weiterreichende Aufsichtssysteme oder Überwachungssysteme, weiterreichende Überwachungssysteme sind hochkomplex und für Außenseiter kaum verständlich und entsprechend schwer für die Aufsicht zu behandeln. Die Behandlung der geheimdienstlichen Zusammenarbeit unterscheidet sich rechtlich erheblich zwischen den Ländern. Es gibt Länder, die gar keine entsprechenden Vorschriften haben. Es gibt Länder, die eine weitreichende Genehmigung vorsehen in den Mandaten für ihre Geheimdienste. In einigen wenigen Fällen gibt es konkrete Anforderungen, die erfüllt sein müssen, bevor eine vollinhaltliche Zusammenarbeit begonnen werden kann. Man wird davon ausgehen können, dass das Fehlen eines Verweises auf die Zusammenarbeit nicht wirklich beabsichtigt ist. Es kann sein, dass die Gesetzgeber der Vergangenheit einfach keine Vorstellung vom Ausmaß der Geheimdienstzusammenarbeit hatten und entsprechend sind die Aufsichtsvorschriften nicht darauf ausgerichtet. Dann komme ich zu einigen der positiven Schritte, die für die Aufsicht in diesem Bereich ergriffen werden können. Der Austausch personenbezogener Daten ist ein offensichtlicher Schwerpunkt für die Aufsicht, da es hier besondere Auswirkungen auf die Menschenrechte gibt. Man könnte sagen, dass eine externe Aufsicht sowohl über den Datenaustausch zwischen einem Geheimdienst und den Partnern als auch über die Verfahren, die für einen solchen Austausch in Anwendung kommen, erforderlich ist. Die Aufsicht sollte sich also zum Beispiel mit den Fragen befassen, ob ein Datenaustausch den gesetzlichen Vorschriften genügt, ob auch die Zwecke des Austausches den gesetzlichen Anforderungen genügen, ob dem Verhältnismäßigkeitserfordernis Genüge getan ist, ob der Datenaustausch in ausreichendem Umfang dokumentiert ist, ob ausreichende Sicherungen für den Informationsaustausch eingebaut wurden und ob ausreichende Zusicherungen des ausländischen Geheimdienstes vorliegen. Es gibt ein Land, das in diesem Bereich ein gut entwickeltes Modell hat, nämlich Norwegen, der norwegische EOS-Ausschuss, der die norwegischen Geheimdienste überwacht. Dieser Aufsichtsausschuss prüft regelmäßig den Austausch personenbezogener Daten. Es wird geprüft, an wen die Daten versandt wurden, ob der Austausch für gesetzgemäße Zwecke, für rechtmäßige Zwecke erfolgte und ob die Menschenrechtsfragen ausreichend behandelt wurden. Die Aufsicht kann neben den herausgehenden Daten und sollte neben den herausgehenden Daten natürlich auch die hereinkommenden Daten prüfen. Hier könnte man den Nachdruck auf
die Informationsanforderungen des eigenen Geheimdienstes gegen die ausländischen Partner legen? Und im Zusammenhang mit dieser Untersuchung ist es besonders wichtig zu prüfen, ob die angeforderten Informationen nicht legal vom eigenen Geheimdienst hätten erworben werden können. Aber vielleicht sollte die Aufsicht auch prüfen, in welchem Maße die hereinkommende Information überprüft und bewertet wird, bevor sie verarbeitet wird. Neben diesen beiden Aspekten der hereinkommenden und herausgehenden Information gibt es eine weitere Funktion für die Aufsicht, nämlich eine Überprüfung der Risikoeinschätzung durch die nationalen Sicherheitsbehörden, bevor sie eine Partnerschaft mit einem ausländischen Partner eingehen. Hierfür gibt es ein gutes Beispiel aus der Praxis, nämlich die sorgfältige Überprüfung, die das niederländische Expertengremium CTIVD im Jahre 2009 bei der thematischen Überprüfung der internationalen Geheimdienstzusammenarbeit durchgeführt hat. Abschließend komme ich dann auch zu den Empfehlungen auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene. Wir sind der Ansicht, dass der Schwerpunkt auf den Befugnissen der nationalen Aufsichtsgremien liegen müsste. Denn diese sind die wichtigsten Akteure bei der Überprüfung der Überwachungsprogramme. Sie müssen dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte eingehalten werden. Die nationalen Aufsichtsgremien haben das Mandat und haben auch am leichtesten Zugang zu Informationen. Die Rechenschaftspflicht in diesem Bereich wird deshalb am besten durch eine Stärkung der nationalen Aufsichtsgremien gestärkt, da ja auch die Gesetzesgrundlage nationaler Natur ist. Und die meisten derzeit existierenden Aufsichtsgremien funktionieren wirksam in diesem Zusammenhang bei der Überprüfung der geheimdienstlichen Zusammenarbeit. Wo die Länder keine spezialisierten Aufsichtsgremien haben. Und da muss man sagen, dass die parlamentarischen Aufsichtsgremien keine spezialisierten Gremien sind. Dann müssen sie das Vorbild anderer Länder überprüfen. Gibt es Beispiele aus Belgien, den Niederlanden und Schweden, welche tatsächlich ein Expertengremium eingerichtet haben, um die Aufsichtsarbeit des Parlaments zu ergänzen. Hier stellt sich also auch die Frage, wie wirksam die Aufsichtsregelungen sind. Dann komme ich jetzt auch zu dem, was die nationale Gesetzgebung leisten kann und zu dem, was sie nicht leisten kann. Man könnte natürlich auch eine Aufsicht über die internationale Zusammenarbeit in das nationale Recht einbringen, wo diese noch fehlt. Das gilt derzeit noch für viele Länder, auch für das Vereinigte Königreich. Hierbei muss aber anerkannt werden, dass das nationale Recht an Grenzen stößt. Das nationale Recht kann nicht die Aktivitäten der Geheimdienstpartner einschränken. Allenfalls können Verfahrensaspekte der Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten geregelt werden, damit zumindest für den nationalen Dienst eine Legalität und eine Achtung der Menschenrechte bewirkt wird. Hier könnte man insbesondere auch Kriterien für solche Abkommen über die Zusammenarbeit festlegen. Verschiedene Gremien haben hier auch Standards für das Feld vorgeschlagen. Die Internationale Kommission der Juristen hat im Jahre 2009 im Eminent Jurists Panel eine solche Empfehlung abgegeben. UN-Sonderberichterstatter hat das ebenfalls getan. Äh,
In meinem schriftlichen Text habe ich auch einen Verweis auf die Vorschläge der Venedig-Kommission zu diesem Punkt. Dazu möchte ich jetzt aber nicht mehr sagen. Wie ich bereits vorher gesagt habe, könnte man in einem zweiten Schritt sich grundsätzlich gegen den Gedanken wenden, dass die Drittparteienregel die Befugnisse der Aufsicht einschränkt. Wenn dieser Ansatz sich ausbreiten würde, dann könnte man sagen, dass Aufsichtsgremien nicht als Dritte betrachtet werden und deshalb bräuchten sie auch keine Genehmigung, wenn Partnerinformationen diesen Aufsichtsgremien offengelegt werden. Dies ist eine Überlegung, die sicherlich die Arbeit der Aufsicht wesentlich erleichtern würde. Außerdem arbeiten die Geheimdienste auch mit ihren Entsprechungen in anderen Ländern zusammen und genauso könnten doch auch die Aufsichtsgremien zusammenarbeiten. Wäre es also nicht möglich, dass man na vielleicht keine gemeinsamen Untersuchungen durchführt, dieser Schritt würde zu weit gehen, der würde zu wesentlichen rechtlichen Problemen führen, aber vielleicht könnte man eine gegenseitige Rechtshilfe geben, wenn die Aufsichtsgremien in einem Land eine gemeinsame Operation überprüft, dann sollte die Aufsichtsbehörde mit dem Aufsichtsgremium im anderen Land in Verbindung treten können. Damit es zu einem wirksamen Informationsaustausch kommt. Bislang haben wir über die nationale Ebene gesprochen, jetzt komme ich zur EU-Ebene. Ich unterstütze den Gedanken von Professor Cameron, dass hier das Europäische Parlament eine besondere Rolle zu spielen hat und insbesondere gemeinsame Sitzungen der nationalen Aufsichtsgremien auf EU-Ebene erleichtern sollte, damit es einen Austausch über die beste Praxis gibt. Das Europäische Parlament könnte auf dieser Grundlage vielleicht auch eigene Standards für gute Praxis für die nationale Aufsicht erstellen und sich dabei insbesondere auf die erfolgreichen Arbeiten des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen und der Venedig-Kommission stützen. Sehr viel weiter allerdings, meine ich, könnte diese Entwicklung nicht gehen. Ich erwarte keine gemeinsame Aufsicht auf europäischer Ebene, weil dies zu erheblichen Problemen beim Datenzugang führen würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Vorsitzende, vielen Dank, Professor Lee. Ich weiß nicht, ob die Drittparteienregel jetzt um 16 Uhr am Donnerstagnachmittag allen so klar geworden ist. Ich habe versucht, das alles zu verstehen, aber ich stelle da mal lieber keine Frage, nicht, dass meine Ahnungslosigkeit hier völlig offensichtlich wird. Dann spricht jetzt Jan-Philipp Albrecht, bitte. Danke, Claude, danke, Herr Lee, danke, dass Sie gekommen sind. Möchte noch kurz etwas zu den Möglichkeiten der Aufsichtsmechanismen sagen. Es müsste noch einmal gesagt werden, dass es nicht nur wichtig ist, dass die für die Kontrollen und die Aufsicht zuständigen zusammenarbeiten, sondern dass diese Zusammenarbeit unerlässlich ist. Wenn die Geheimdienste zusammenarbeiten, dann ist das ein Muss, dass man gemeinsame Regeln der Aufsicht entwickelt. Und damit komme ich zurück auf die Konstruktion, die wir innerhalb der Europäischen Union haben. Es gibt hier den Ansatz der Mitgliedstaaten, die sagen, dass sie für die nationale Sicherheit zusammenarbeiten, dass sie den Informationsaustausch zwischen den Geheimdiensten betreiben, dass sie dann aber an das Europäische Parlament schreiben und sagen, dass sie sich nicht zur nationalen Sicherheit äußern, dass sie vor dem nationalen Parlament, vor dem Europäischen Parlament keine Aussage machen werden über die nationale Sicherheit, dass sie keine gemeinsamen Regeln in der Europäischen Union akzeptieren. Also ich meine, das passt nicht zusammen. Und wenn ich sehe, unter welchen Umständen wir hier im Parlament arbeiten, bedeutet das ja auch, dass unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, wenn die Mitgliedstaaten einfach machen können, was sie wollen bei der Sicherheit. Die Mitgliedstaaten haben ja auch den Austausch auf europäischer Ebene. Und das schränkt doch auch die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten ein.
hier tätig zu werden, obwohl ich sowieso meine, dass das nationale Recht da einige Grenzen vorsieht. Die nächste Frage. Wenn es diesen Informationsaustausch zwischen den Geheimdiensten gibt, wie können die Parlamente bereits heute wirksam Aufsicht führen? Denn es ist ja doch recht schwierig, diesen Austausch, Ringaustausch zu verfolgen. Der eine Geheimdienst spioniert dann für den anderen Geheimdienst, weil der andere Geheimdienst das nach nationalem Recht nicht darf. Aber das nationale Parlament des anderen kann dann nur den eigenen Geheimdienst kontrollieren und die Anwendung der eigenen Regeln prüfen, nicht aber das Verhalten des anderen Geheimdienstes. Da ist doch offensichtlich, dass bereits bei der jetzigen Regelung, auch ohne neue Regeln für die Aufsicht, also da stellt sich die Frage, wie die nationalen Parlamente jetzt ihren Aufsichtsbefugnissen gerecht werden sollen. Sie haben verwiesen auf zwei echte Probleme. Ich bin kein EU-Rechtsanwalt. Und ich glaube, ich habe da auch die Realität ausgesprochen, als ich gesagt habe, ich sehe da keine Rolle für das EU-Parlament und weiter kann ich nicht gehen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass viele dieser Vereinbarungen für den bilateralen Informationsaustausch oder den multinationalen Informationsaustausch gedacht sind, obwohl die Ländergruppe ziemlich eingeschränkt ist. Zur zweiten Bemerkung. Nationale Parlamente wissen nur, was die eigenen Dienste tun. Parlamente sind hier wahrscheinlich nicht die beste Plattform, nicht das beste Modell innerhalb der europäischen Länder, um realistisch Zugang zu haben zu solchen Informationen. Unsere Expertengremien haben direkten Zugriff auf die Informationen, die die Agenturen halten und sind auch in der Lage, da Stichproben zu erheben, nicht so sehr parlamentarische Ausschüsse, die im Wesentlichen dokumentarische Unterlagen von Beamten verlangen. Ich glaube, die Expertengremien haben sehr viel mehr Zugriff. In einigen Ländern ist das der Fall, zum Beispiel in Belgien, in Norwegen. Die haben da Zugriff auf einige dieser Kooperationsaktivitäten. Mehr jedenfalls als parlamentarische Ausschüsse, die es haben können. Cornelia Ernst. Vielen Dank. Ich habe drei Dinge, die mir aufgefallen sind. Also beim ersten sage ich mir, bei all dem, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, auch von den vorangegangenen Experten, die hier gesprochen haben, dass es mir vorkommt wie Hase und Igel, um das mal so aus dem Märchen, dass wir, ja, oder dass viele von Ihnen kennen, so kommt mir das vor, dass die Aufsichtsgremien immer hinterherlaufen und die Geheimdienste mit ihren Fähigkeiten, auch technischen Fähigkeiten, ich bin schon da, rufen. Und es also schwierig ist auch tatsächlich, glaube ich, als Aufsichtsgremium auf der Höhe des Notwendigen zu sein, auch im Verständnis der technischen Dinge, um tatsächlich Gremien, um tatsächlich auch wirksam zu sein. Das ist für mich so ein generelles Problem. Ja, vielleicht lassen sich Geheimdienste nie wirklich kontrollieren bis ins Letzte, das will ich ja alles nachvollziehen, aber dieses Defizit ist für meine Begriffe ja doch da. Sie haben immer was gesagt, was ich auch sehr unterstütze, Expertengremien sind notwendig. Ich glaube auch so eine Kombination und Anbindung an das Parlament ist notwendig. Diese Expertengremien, wie müssen die Ihrer Meinung nach zusammengesetzt werden? Die Datenschutzbeauftragten, die nationalen, müssen sicherlich dabei sein. Wie setzt sich das zusammen und wie müsste Ihrer Meinung nach dann die Zusammenarbeit mit dem Parlament sein? Und das Zweite, wir haben heute früh, ich will das nicht im Detail ausplaudern, aber trotzdem haben wir uns mit dem Incent darüber haben wir uns verständigt, könnten Sie dem eine Rolle beimessen?
in der Bereitstellung von Informationen in irgendeiner Art und Weise, die ja hier tatsächlich auch erfolgen. Yes, ja, ich nehme das zur Kenntnis, was Sie gesagt haben, zu der Komplexität der Überwachung. Ressourcen, die die Überwachung nutzen kann, sind zum Beispiel nationales Expertenwissen, um einige dieser Fragen zu behandeln. Und das wurde bisher noch nicht erwähnt, Whistleblower können für solche Ermittlungen auch sehr nützlich sein. Was die Zusammensetzung der Expertengremien betrifft und was ihre komplementäre Rolle zu Parlamenten betrifft. Wir wünschen uns Gremien, die nachweisbar apolitisch sind, die technisch und juristisch ausgestattet sind oder entsprechende Mitarbeiter haben, um eine solche Aufsicht auszuüben. So ein Pseudoausschuss bestehend aus früheren Staatsmännern reicht nicht aus. Wir brauchen insbesondere technisches Know-how, um effizient Aufsicht ausüben zu können. Insen. Gut, ich bin jetzt kein EU-Jurist und ich sehe ein, dass es so nützlich sein kann, so ein Gremium zu nutzen für die Aufsicht, wenn es innerhalb der rechtlichen Zuständigkeiten dieses Gremiums liegt. Das ist vielleicht das Problem. Frau Siepel, bitte. Ich möchte meine Frage auch auf Deutsch stellen. Ich bin nicht sicher, ob ich Sie vorhin richtig verstanden habe. Ich habe verstanden, dass Sie gesagt haben, dass der Gesetzgeber manchmal nicht wirklich eine Vorstellung von dem Ausmaß hat, in dem Geheimdienste Daten sammeln. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann frage ich mich natürlich schon, wenn der Gesetzgeber keine Ahnung davon hat, dann kann ja eigentlich die Kontrolle auch nicht ordentlich funktionieren. Warum weiß er das nicht? Warum hat er keine Vorstellung davon, was alles möglich ist und was auch gemacht wird? Und dann kann natürlich die Kontrolle nicht richtig funktionieren, wäre meine erste Frage. Ist das tatsächlich so, dass wir da immer hinterherhinken? Die zweite Frage wäre eine, von der ich gar nicht weiß, ob Sie sie beantworten können. Wir reden hier von der Arbeit der Geheimdienste, die in der Regel außerhalb ihres eigenen Landes Daten sammeln. Aber zugleich will man ja selber nicht ausspioniert werden. Gibt es da in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union einheitliche Regeln, wer für diese Spionageabwehr zuständig ist? Oder ist das einheitlich geregelt? Und gibt es dann einen Austausch zwischen den verschiedenen Diensten, die selber Daten sammeln bzw. die die Datensammlung verhindern sollen? Und eine letzte, eher polemische Frage. Ich wundere mich immer, wenn einzelne Regierungsmitglieder sagen, ja, mich überrascht das nicht mit der Ausspionierung. Ich gehe immer davon aus, dass mein Handy abgehört wird. Da frage ich mich natürlich schon, gerade Regierungsmitglieder müssen ja auch mal vertraulich mit anderen kommunizieren. Das heißt, die müssen ja Möglichkeiten hoffentlich haben, unabgehört und unbeobachtet zu kommunizieren. Findet das statt und will man da nur nicht drüber reden? Oder wie kann ich diese beiden Dinge, ich weiß, dass ich abgehört werde, aber trotzdem führe ich irgendwie vertrauliche Gespräche in Übereinklang bringen? On the question of the zu der Frage des Umfangs der Überwachung. Dazu könnte ich zweierlei sagen. Eins ist negativ in einigen
Ländern, da denke ich insbesondere an die britische Gesetzgebung, das trifft aber vielleicht auch auf andere Länder zu, sind die Gesetze absichtlich undurchsichtig konzipiert worden, damit es schwierig ist, genau zu verstehen, sich ein genaues Bild davon zu machen, was vor sich geht. Da muss man die Definitionen wirklich ganz genau durchlesen, um zu verstehen, was Grundlage sein kann für eine bestimmte Form von Überwachung. Deswegen frage ich mich, ob der Gesetzgeber sich dessen wirklich bewusst war, was er tat, als in einigen Ländern diese Gesetze verabschiedet wurden. Jetzt mal allein von der Art und Weise her, wie diese Gesetze konzipiert sind. Wenn Aufsicht gut funktioniert, dann hat die Aufsichtsperson Vertrauen geschaffen zu den Behörden. Da sollte das Ausmaß der Überwachung nichts sein, was geheim gehalten wird. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel davon öffentlich erklärt werden kann. Gibt es Gesetze, die das Sammeln von Daten verbieten? Ich glaube, da gibt es einige. Diejenigen, die mir bekannt sind, fokussieren darauf, das Sammeln von Daten über eigene Bürger einzuschränken. Das stimmt sicherlich, das trifft sicherlich zu auf die Vereinigten Staaten, aber auch auf Deutschland, obwohl da unterschiedliche Gesetze gelten für die Daten, die man über Bürger in verschiedenen Verfahren erheben kann. Das ist eigentlich die Hauptfunktion der Restriktionen, die ich kenne. Vertrauliche Diskussionen zwischen Politikern. Ich mache mir eigentlich mehr Sorgen über die Massenüberwachung der anderen, nicht der Politiker. Das ist eigentlich hier das Problem. Einige Länder hatten zumindest informelle Praktiken. MEPs beispielsweise könnten auf diese Art und Weise nicht überwacht werden. Aber das ist auch keine Frage des Gesetzes. Professor Lee, vielen Dank. Gibt es noch Nachfragen, andere Kollegen, die etwas sagen wollen? No, I ask a question. No, because this is. Nein, zurzeit halten die Abgeordneten das Wort und sie kommen dann gleich danach dran. So funktioniert das. Anna Gomez, Anna, möchten Sie eine Frage stellen? Ja. Ihr Ansatz, dass ein spezialisiertes Gremium effizienter sein kann, um Aufsicht auszuüben über einen Geheimdienst, kann ich verstehen. Ich schaue mir allerdings unsere Erfahrungen mit dem Datenschutz an, beispielsweise in Ländern wie dem meinigen Portugal. Wir haben eine nationale Kommission für den Datenschutz. Die besteht aus hochqualifizierten Experten, aus Personen, die sogar vom Parlament ernannt werden, und Juristen. Diese Kommission ist manchmal durchaus auf Situationen gestoßen, die mit dem Gesetz nicht kompatibel sind. Die Kommission hat protestiert. Die hat die Kanäle genutzt, die ihr zur Verfügung stehen, und nichts ist passiert. Es ist erst dann, was passiert, als einige individuelle Mitglieder beschlossen haben, an uns heranzutreten, an einige der Parlamentarier, denen das Thema wichtig ist, und die Informationen rüberzubringen. Für uns ist das manchmal schwierig, also das festzustellen. Man ist ja nicht da, man kann es nicht nachverfolgen. Gewinnen Sie etwas, wenn Sie keine Politiker dabei haben, Parlamentarier dabei haben, mit der politischen Verantwortung in diesen Gremien sitzen würden, auch wenn sie, wie Sie gesagt haben, von qualifizierten Experten unterstützt werden? Ich habe nicht impliziert,
dass Expertengremien ein Substitut für parlamentarische, für demokratische Rechenschaftspflicht sind. Die Antwort auf Ihre Frage ist folgende. Es sollte eine enge Relation geben zwischen Expertengremien, die diese Ermittlungen durchführen, und parlamentarischen Gremien. Das Beste ist es, beides zusammen zu haben, nicht das eine oder das andere. Einige Länder haben allerdings nur einen parlamentarischen Ausschuss, das wollte ich sagen. Ich wollte noch Folgendes sagen, ich wollte nicht unhöflich sein. Im Parlament ist es so, als ob ich jetzt zufällig jemanden herauspicken würde, aber es geht einfach nur darum, dass Abgeordnete im Rahmen dieser Anhörung Fragen stellen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, meine Frage ist jetzt sowieso beantwortet. Ja, Herr Lee, der fehlende Rechtsrahmen bei der internationalen Überwachung ist ein Kernthema für uns. Ihre Präsentation, Ihre Antworten waren unschätzbar für uns. Vielen Dank für die heutige Präsentation. Das war ausgezeichnet. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. We're running ahead of time. Zeitlich liegen wir sogar besser da als geplant. Wir können damit übergehen zum nächsten Sitzungsteil mit David Bickford und Gus Hossein. Wenn alle damit einverstanden sind, können wir direkt übergehen zum nächsten Sitzungsteil. Die Lage im Vereinigten Königreich. Bitte schön. Colleagues, if you want to take your... Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Platz, dann kann es weitergehen. Okay, colleagues, we're going to get started. Wir beginnen mit dem nächsten
Sitzungsteil, die Lage im Vereinigten Königreich. Ganz interessant, im Vereinigten Königreich ist es jetzt zum ersten Mal so, dass der Aufsichtsausschuss die Verantwortlichen von MI5 und MI6 befragte, zum gleichen Zeitpunkt wie wir. Das ist, glaube ich, schon ein interessanter Zufall, dieses zeitliche Zusammenfallen. Die Lage im Vereinigten Königreich interessiert auch viele. Um die Lage zu analysieren, hören wir zunächst einmal Herrn Bickford, den früheren Justizdirektor der Sicherheits- und Geheimdienstagenturen MI5 und MI6. Und danach erhält Herr Gus Hossein das Wort, der Exekutivdirektor von Privacy International. Zunächst einmal die Präsentation von Herrn Bickford. Werden Sie den Abgeordneten Ihre Präsentation anschließend zur Verfügung stellen? Seine Präsentation wird ausgeteilt. Ja, dann erteile ich Ihnen gleich das Wort. Yes, thank you very much. Vielen Dank dafür, dass Sie mich heute herangezogen haben. Mich freut es sehr zu sehen, dass die Direktoren der geheimdienstlichen Behörden im Parlament in der Öffentlichkeit befragt werden. Das haben wir seit Jahren verlangt, seit ich zum ersten Mal die Gesetzgebung eingeführt habe, die die Rechtsgrundlage für die Geheimdienstbehörden geschaffen hat. Es ist ein sehr guter Tag, um sogar noch besser hier zu sein. Die öffentliche Unzufriedenheit mit den wachsenden Zuständigkeiten der britischen Geheimdienste ist höher als jemals zuvor. Ob das nun zusammenhängt mit Wahrnehmung oder Realität, ist gar nicht wichtig. Eine Realität ist, dass diese Zuständigkeiten im Vereinigten Königreich deutliche Gesetzgebung geregelt sind, nämlich die Gesetzgebung aus dem Jahre 2000 über Ermittlungsbefugnisse. Dort gibt es beispielsweise Befugnisse für verdeckte Überwachung. Im Jahre 2010 hat die Kommission für Menschenrechte festgestellt, dass im Fall Kennedy versus UK aufgrund der ausgedehnten Rechtsprechung und dieser Punkt beantwortet auch meine Frage an Herrn Lee, als er von der Komplexität dieser Gesetzgebung sprach. Nun, sie ist von der Europäischen Menschenrechtekommission verabschiedet worden. Der Kennedy-Beschluss hängt zusammen mit einem Fall aus 1978, als unabhängige gerichtliche Überwachung die Grundlage bildete. Die Aufsicht, die damals ausgeübt wurde, war effektiv und kontinuierlich. Man kann daher sagen, dass die öffentliche Unzufriedenheit auf der Wahrnehmung basiert. Aber es geht hier auch um die Wahrnehmung des Bürgers, dass nämlich die Zuständigkeiten der geheimen Überwachung von Bürgern eigentlich im Prinzip einen Polizeistaat entsprechen und nur dann möglich sind, wenn es darum geht, die demokratischen Institutionen zu schützen. Das Klima der ständigen Überwachung zur Aufdeckung von Verbrechen, zum Beispiel elektronische Abhörung und so weiter, geht weiter. Und deswegen glaubt die Öffentlichkeit, dass es eine ungesunde Beziehung zwischen ihnen gibt. Deswegen werden ernsthafte Fragen aufgeworfen, ob dieses System in einer Demokratie zu dulden ist. Diese Skepsis wird noch verschlimmert durch den Vorschlag der britischen Regierung in der Mitteilung Data Bill, die besagt, dass die Geheimdienste selbst das Schürfen ihrer Daten
kontrollieren und kontrollieren, wer wann wo elektronische Kommunikation betreibt. Das betrifft ein Niveau, ein anderes Niveau. Antiterrorismusoperationen fallen nicht wirklich in den Zuständigkeitsbereich der Geheimdienste. Umsetzung von Rechte, Zoll, Immigration und andere Dienste sind involviert und können vielleicht selbst eine verdeckte Überwachung beantragen ohne gerichtliche Genehmigung. Alle diese Dienste sind unter dem Druck, für öffentliche Sicherheit zu sorgen. Die Minister wissen das und stehen selbst unter Druck. Unter diesem Druck machen die Minister nicht nur die entsprechende Politik für verdeckte Überwachung, sondern treffen Tag für Tag einzelfallspezifisch Entscheidungen. Eine Entscheidung für eine verdeckte Ermittlung ist zugeschnitten auf einen bestimmten Zweck. Das ist nur ein Teil einer Operation gegen verdächtige Terroristen und Organisationen. Andere Informationen werden erhoben von anderen Medien. Sie sind sehr sensibel. Sie werden sehr geheim gehalten und stellt sich die Frage, wem sie gegeben werden können. Wichtig sind ja auch die Prinzipien der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit. Diese Prinzipien müssen geachtet werden, wenn die Behörden einen Antrag stellen und müssen berücksichtigt werden von den Ministern, wenn sie einen Antrag gewähren. Nun, der Kennedy-Fall ging ein auf die Behauptung, dass ein Individuum abgehört wurde, dass des Mordes verdächtigt worden war. Was damals relevant war, ist heute nicht relevant. Geheimdienste, die Datenschürfen betreiben, tun dies auf einer sehr viel breiteren Grundlage. Im jetzigen Kontext, wenn es darum geht, den internationalen Terrorismus und das internationale Verbrechen zu bekämpfen. Das Gericht im Glasfall hat klar gesagt, dass in einem Bereich, wo Missbrauch in Einzelfällen so einfach ist und so schädigende Auswirkungen haben könnte für die demokratische Gesellschaft insgesamt, es wünschenswert ist, die Aufsichtskontrolle einem Richter zu entstellen. Das Gericht hat insbesondere gesagt, dass die bestehenden Vorschriften, dass eine Interferenz der Exekutivbehörden mit individuellen Richten einer unmittelbaren Kontrolle unterliegen sollten, zumindest seitens der Judikativen, und letztendlich bitte eine gerichtliche Kontrolle die beste Garantie für Unparteilichkeit und ein adäquates Verfahren. Ich habe meine Meinung mehrfach zum Ausdruck gebracht. Das Ausmaß der Überwachung und der Druck, der ausgeübt wird, insbesondere gemäß den Prinzipien der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit, lassen uns denken, dass dieses Prinzip im Glasfall jetzt gelten muss. Die Regierung oder, wenn Sie so wollen, die Exekutive muss aus der Gleichung heraustreten und die Genehmigung dieser hochintrusiven Maßnahmen der Judikativen überlassen. Das heißt, die Behörden müssen den Antrag direkt an die Judikative stellen, beispielsweise um Telefone abzuhören und elektronische Kommunikation zu überwachen. Oder Informanten zu nutzen. Das senkt das Risiko. Und wenn die Exekutive aus diesen Entscheidungen herausgenommen wird, wird der Spielraum für politische Entscheidungen gesenkt. Die Regierung kann natürlich argumentieren, dass all dies überflüssig ist, dass eine adäquate Aufsicht über die Geheimdienste gibt. Es gibt im Vereinigten Königreich eine unabhängige Kontrolle der Geheimdienste, das Parlament selbst ist damit beauftragt, sie zu kontrollieren. Und wir erleben ja heute, wie das funktioniert. Aber diese Aufsicht und die Aufsicht des Ermittlungsgerichtes, das sich mit der Überwachung befasst, ist ex post facto. Und das ist kein Substitut für eine unabhängige gerichtliche Kontrolle. Die Regierung kann vielleicht auch verweisen auf die Vereinigten Staaten, wo Richter verdeckte Überwachung genehmigen. Dabei wird ignoriert, dass Präsident Bush dieses Gericht im Krieg gegen den Terrorismus umgangen hat
Und der Rechtsakt aus dem Jahre 2008 hat die Zuständigkeiten dieses Gerichtes stark eingeschränkt, indem die Zuständigkeit zurückgegeben wurde an die Exekutive. Dieses Gericht hatte vorher erfolgreich operiert. Wichtig ist auch Folgendes: Wenn gerichtliche Behörden im Vereinigten Königreich Genehmigungen geben, es so ist, dass es unweise wäre, wenn die Regierung darauf verzichten würde. Dieses Konzept der richterlichen Genehmigung ist nicht neu. Viele Rechtsprechungen beziehen sich darauf. Im französischen Rechtsdienst ist es so, dass ein ermittelnder Richter die gezielten, verdeckten Operationen in Frankreich überwacht und sicherstellt, dass jeden Tag auch berücksichtigt wird, ob nicht vielleicht Bürgerrechte geschädigt werden. Hier geht es auch um verdeckte Überwachungen. Es gibt dazu einen Beschluss aus dem vom 19. Jahr 2006, das ist erhellend. Der Druck, den es auf Minister gibt, gibt es nicht für den ermittelnden Richter. Er hält sich ständig an die Prinzipien der Notwendigkeit und der Angemessenheit. Der ermittelnde Richter betrachtet auch die ganze Operation und trifft Entscheidungen mit dem Gesamtbild im Blick. In Frankreich habe ich mit diesem System gearbeitet und ich war sehr froh, dass es dieses Gegengewicht der Judikativen gab im Zuge der Operationen. Ein weiterer Vorteil der richterlichen Kontrolle ist, dass im Vergleich zum Vereinigten Königreich die Indizien so behandelt werden, in dem Maße, wie das Verfahren läuft. Das reduziert das Risiko, dass es zu unnötigen Fehlern kommt. Und das sollte gelten für alle verdeckten Überwachungen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das System mit dem ermittelnden Richter der Öffentlichkeit die beste Garantie gibt, dass ihre Privatsphäre gewahrt wird durch unabhängige, nicht politische, klare Aufsicht. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Bickford. We're going to go. Vielen Dank, Herr Bickford. Dann kommen wir jetzt sofort zu Gus Hussein. Er ist Exekutivdirektor der Privacy International. Es geht um die Verteidigung der internationalen Prinzipien bei der Überwachung von Daten. Und am 11. Oktober gab es ja hier auch schon einen Vortrag. Bitte sehr, Gas. Ja, guten Tag. Es ist mir eine Ehre, hier bei Ihnen zu sein. Wir haben ja schon sehr gute Redner hier heute gehabt und viele interessante Fragen sind auch schon gestellt worden. Ich möchte zunächst einmal beginnen und darauf hinweisen, wie wichtig der Vortrag von Herrn Bickford war. Also wenn man sieht in den USA, da haben wir wirklich seit 17 Jahren versucht, hier die Dinge zu ändern und mehr Einfluss zu bekommen für die Politiker. Wir haben immer wieder auch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, hier gegen diese rechtliche Genehmigung vorzugehen. Also hier geht es jetzt darum, auch die Einzelheiten, die es gibt, hier nochmal hervorzuheben. Ich möchte jetzt nicht nur von Überwachung sprechen, aber halten Sie bitte fest, wenn wir die sogenannte feste Kontrolle hier festlegen, dann würde es nicht ausreichen. Also dann wird es dieses Problem nicht lösen. Denn es ist kein wirkliches Überwachungsproblem, es ist eher eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Und ich möchte drei Punkte ansprechen. Zunächst einmal müssen wir nochmal an die Programme erinnern, um die es geht. Heute Vormittag sprachen Sie vom Massenüberwachungsprogramm Tempora. Hier werden Daten erhoben über Unterseekabel, die dann irgendwo in der Welt verlegt werden können. Und vielleicht haben Sie die Geschichte der letzten Woche gehört. GCHQ war da beteiligt an einem großen Erhebungsprogramm. Daten wurden gesammelt von den Datenzentren von Google und Yahoo. Also sie tragen da so viel wie möglich zusammen, um wirklich diese
Kabel zu attackieren, also so muss man das wirklich nennen, die da genutzt werden von diesen Unternehmen. Also das ist die erste Art von Programm. Dann gibt es noch ein anderes Programm, das heißt die Verwertung von Maschinen, Geräten und Systemen. Und das hier geht es vor allen Dingen darum, auch sozusagen das Gerät gegen den Nutzer zu wenden. Und wir haben ja auch Vorredner schon gehört, die haben sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Dann gibt es eine dritte Art von Überwachungsprogrammen. Das sind die Verwertung von Sicherheitsprotokollen und Standards. Das ist wahrscheinlich das, was mich am stärksten sorgt. Denn auch das geht weiter, obwohl da Gesetze erlassen wurden. Also mit diesen Protokollen hat man auch beim britischen Geheimdienst weitergemacht. Es sind zum Beispiel verdeckt Designs, also Produktdesigns beeinflusst wurden bei Firmen. Also das ist, geht wirklich weit weg von dieser ganzen Frage der Überwachung und anderen ähnlichen Fragen. Es geht hier praktisch um Sabotage der Sicherheitsprotokolle, die von riesigen Unternehmen weltweit genutzt werden. Und das führt dazu, dass insgesamt die Grundfeste und Systeme, auf die wir ja uns eigentlich verlassen für unsere personelle, professionelle Leben, dass das unterminiert wird. Und es ist hier auch gesprochen worden von dem Angriff auf diese Programme. Und es wurde gesagt, dass die wirklich erschreckend und auch dumm eigentlich sind, wie es im Moment gestaltet wird. Ja, dann zu den Ausrichtungsfragen auch des Vereinigten Königreichs. Da möchte ich noch mal drauf eingehen. Wir haben zunächst gesagt, es muss eine Rechtsmaßnahme gegen die Regierung geben im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit beim Prisma und auch Tempora-Programm. Da haben wir eine ganz einfache Frage gestellt, nämlich auf welcher Rechtsgrundlage agiert man hier? Wir haben wirklich da nachgeforscht und haben auch die besten Anwälte damit eingeschaltet, um zu sehen, welches Gesetz es der Regierung und GCHQ ermöglicht, das zu tun, was sie tun. Und wir haben jetzt hier leider, da mussten da den Untersuchungsausschuss bzw. dieses Gericht durchlaufen. Das ist alles ziemlich geheim. Uns ist gesagt worden, dass gerade bei der Überwachung, also ich sage, es ist gesagt worden, ich will das jetzt nicht zu negativ darstellen, aber es ist wirklich von GCHQ selbst gesagt worden. Und das ist also das eine. Das zweite, die zweite Maßnahme haben wir diese Woche ergriffen zu Tempora und da die Beziehung auch zu den Unternehmen insbesondere. Man hat hier Schwerpunkt gelegt auf diese Frage im PRISM-Programm, aber wir müssen eben sehen, wie es aussieht mit Unternehmen, die auch beteiligt sind, also bei diesen Abfangprogrammen mit den Unterwasserkabeln. Wir haben auch da mit der Organisation, also OECD, uns in Kontakt gesetzt. Denn in der OECD ist es so, dass man Schwerpunkte setzt auf die Frage, wie Unternehmen ihre Pflichten einhalten, wenn es um Menschenrechte geht. Und bei BT, Verizon UK, Vodafone Cable, Level 3 und Viatel, da haben wir gehört, dass diese Unternehmen auch alle beteiligt waren am Tempora-Programm. Und da ging es darum, jetzt mal diese Unternehmen zu fragen. Also GCHQ ist an sie herangetreten und wollte also Zugang zu diesen Unterseekabeln haben. Was haben sie da getan, haben wir gefragt. Haben sie Widerstand geleistet? Haben sie ihre rechtlichen Optionen überhaupt gekannt? Und was noch wichtiger ist vielleicht, welche Politik betreiben sie eigentlich, wenn sie von irgendeiner Regierung weltweit diese Anfrage bekommen, Zugang zu Daten zu geben, die sie ja eigentlich selbst gar nicht besitzen? Also Level 3 waren die, das war das einzige Unternehmen, das eigentlich nicht so sehr Zugang gewährt hat zu den Google-Diensten weltweit. Ja, und dann nochmal zu der Frage geheime Einsicht und Überwachung. Wir haben hier gesehen, dass es in verschiedenen Ländern nicht nur um Überwachung und Aufsicht durch parlamentarische Gremien geht, sondern es geht um die Frage, was wissen wir eigentlich? Was weiß man eigentlich? Es gibt ja Sicherheitsgremien, die ein Monopol haben sozusagen über das, was sie tun. Ein Kongressabgeordneter in den Vereinigten Staaten sagte,
oder stellte auch insgesamt den Geheimdienst in Frage. Da wurde gesagt, wir wissen überhaupt nicht, was wir fragen sollen. Zum Beispiel die Frage, wurden die Sicherheitsprotokolle irgendwie unterminiert? Das traut sich eigentlich keiner, da den entsprechenden Direktor zu fragen. Also das Parlament hat keine wirkliche Aufsicht. Gut, es gibt vielleicht da gewisse Ausschüsse, aber 1994, da gab es den Telecommunications Act in den USA und da wurde gesagt, ein Unternehmen, das Telekommunikation da anbietet für irgendetwas, diese Aufträge, also der Außenminister kann zum Beispiel sagen, das darf im Parlament nicht gesagt werden. Also das Parlament würde darüber nichts wissen. Und dann gab es noch ein anderes Gesetz im Jahr 2000. Auch da wurde gesagt, also es darf nicht dem Parlament bekannt werden, welche Aufträge da den Unternehmen gegeben werden im Zusammenhang mit der Weitergabe von Daten. Und dann auch 2012 wieder ein Gesetz. Und da ging es um die Frage, kann die Regierung irgendwelche internationalen Aufträge geben, um Metadaten zu sammeln von jedwedem Nutzer aus irgendeinem Server, der außerhalb des Vereinigten Königreichs sich befindet, ohne das dem Parlament mitzuteilen. All diese Gesetze sind sozusagen Blankochecks, die ausgearbeitet werden und den Geheimdiensten, aber auch der Polizei übergeben werden, damit Überwachung stattfinden kann, beziehungsweise das Ganze stattfinden kann, ohne dass das Parlament darüber informiert wird. Geschweige denn, dass es überhaupt möglich ist. Also, da muss man die Frage stellen, kann das Parlament wirklich überhaupt den Umfang der Überwachung verstehen und nachvollziehen? Und können Sie überhaupt die richtigen Fragen stellen? Gut, da ist es vielleicht dann auch nicht überraschend, dass im Vereinigten Königreich und den USA diese Aufsichtsbehörden dann letztendlich immer nur sozusagen die Cheerleader der Geheimdienste sind. Denn, wie gesagt, sie können mit den Informationen, die sie haben, gar nicht ihre Aufgabe erfüllen. Und gerade letzte Woche haben wir festgestellt, da gab es eine Debatte im House of Commons über diese Programme. Und zufällig war das eben auch von einem entsprechenden Ausschussmitglied da besprochen worden. Da gab es diesen Ausschuss, der hat nie das PRISM-Programm sich damit befasst. Also erst als das alles öffentlich wurde und als man darüber Bescheid wusste, auch in der Öffentlichkeit, wussten sie es. Also sie wussten vorher nichts darüber. Und dann kam eigentlich erst Snowden und hat gesagt, was da alles möglich ist. Und ein Kabinettsmitglied und auch ein Mitglied des National Council, Security Rates, und hat dann gesagt, also in diesen 2 Jahren, in denen er dabei war, hat er also eigentlich nie irgendwie das Tempora-Programm besprochen, also auf Kabinettsebene. Ich habe da mit vielen Parlamentariern gesprochen, aber es geht hier wirklich um die Exekutive. Da wird noch nicht mal das Tempora-Programm besprochen. Und dann denken Sie noch an das Communications Data Bill, das ist ja auch schon angesprochen worden. Das ist ein Beispiel dafür, wie das Parlament wirklich aktiv umgangen worden ist. Im Jahr 2008 hat die Regierung einen Vorschlag gemacht, also ein solches Gesetz, Kommunikationsdatengesetz, dass jeder Nutzer des Internets im Vereinigten Königreich abgehört werden könnte, beziehungsweise dass es irgendwo gespeichert werden könnte. Das war dann als nicht akzeptabel eingestuft worden und deswegen war das aufgegeben worden, dachten wir. Dieses Gesetz ist dann 2012 nochmal vorgelegt worden. Da ist die zentralisierte Datenbank nicht enthalten gewesen. Das Parlament hat hier wirklich sehr eingehend diskutiert, wie es aussieht mit solchen Fragen der Metadaten. Aber die ganze Zeit bestand eine solche zentrale Metadatenbank und GCHQ hat das eigentlich gemacht, obwohl eine solche Politik eigentlich abgelehnt worden war. So, jetzt die Frage, wie geht's weiter? Ich darf noch ganz kurz erläutern, dass es wichtig ist, dass wir Sicherheitsvorkehrungen einführen. Das ist klar, auch im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit ist das einfach unabdingbar.
Und bisher ist die Kontrolle nicht ausreichend. Und wir haben jetzt feststellen können, was passiert, wenn keine ausreichende Kontrolle besteht. Es ist also Zeit, jetzt hier, also das Aufsichtsmodell, das hat nicht funktioniert. Das müssen wir jetzt feststellen. Wir brauchen jetzt eine Überprüfung der Gesetze. Wir müssen uns überlegen, welche sind die Grundsätze, die notwendig sind, um die Menschenrechte aufrechtzuerhalten, wenn es um solche Fragen geht. Die Organisationen der Zivilgesellschaft weltweit haben im vergangenen Jahr versucht, diese Prinzipien zusammenzutragen und wie solche Überwachung möglich sein können in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Menschenrechte. Sie haben eine Kopie dieser 13 Prinzipien erhalten. Letzte Monat hat ein Minister in Schweden auch darauf hingewiesen, nochmal, wie wichtig es ist, hier jetzt anzufangen. Und unser Vorschlag ist eigentlich recht bescheiden, dass man eine stärkere Rechtsgrundlage hat, eine stärkere Verankerung in der Gesellschaft, dass es Möglichkeiten geben muss für einen klaren Rahmen für Überwachung, dass man nicht diskriminieren darf, dass es bessere Definitionen geben muss. Was ist eigentlich nationale Sicherheit? Oder was ist das sogenannte Economic Well-Being, das wirtschaftliche Wohlbefinden? Also das Ganze, diese Prinzipien sind nicht radikal, die sind verhältnismäßig. Verfahrensfairness muss es geben. Es darf keine geheime Datenteilungsabkommen geben. Also hier auch Mitteilung an den Nutzer muss es geben. Außerdem müssen unsere Systeme sicher sein. Und es darf keine Hintertüren geben. Das sind alles keine kontroversen Gedanken. Das sind Dinge, die eigentlich nur klar sind, die auch sich schon ergeben aus der internationalen Rechtsprechung und in diesem Zusammenhang vernünftig sind. Das sind also Prinzipien, die uns wieder führen sollen auf den Weg hin zu einer Gesellschaft, die sich an Rechte und Gesetze hält. Und erst dann können wir neu diskutieren über die Fragen der Aufsicht. Erst nachdem wir die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt haben. Und diese Aufsicht wird dann die Rechtsstaatlichkeit auch erhalten. Aber es reicht im Moment nicht aus, die Rolle weiterzuspielen, die wir bisher spielen, nämlich die Cheerleaders. Danke. Vielen Dank, Gas. Jetzt werden wir noch ein paar Fragen zulassen. Beginnen mit den Schattenberichterstatter. Herr Coelho möchte eine Frage stellen. Bitte, erste Frage an ihn. Thank you so much, Claude. I think it was quite interesting listening to me. Ja, es war sehr interessant, Herrn Bickford zu hören, vor dem Hintergrund der rechtlichen oder rechtsstaatlichen Aufsicht. Es gibt aber, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen dem Vereinigten Königreich und meinem Land. In meinem Land kann man nicht die Möglichkeit geben, solche Telefonate abzuhören. Ich weiß, dass im Vereinigten Königreich einige Mitglieder der Regierung die Macht haben, das zu tun. Und gut, wenn Sie sagen, es reicht nicht aus, dass erst nach dem Expo facto diese Überwachung geschieht. Denn es ist ja so, nachdem die Maßnahmen stattgefunden haben und nur ein kleiner Teil der Maßnahmen fällt unter die Aufsicht. Denn es gibt ja so eine zufällige Sammlung der Maßnahmen und da wird eigentlich nur ein ganz kleiner Teil wirklich analysiert, ein ganz kleiner Teil der Maßnahmen. Also da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ich stimme auch dem anderen Redner zu, wenn er sagt, die Rechtsstaatlichkeit ist das Problem und nicht die Aufsicht. Aber gute Aufsicht ist wesentlich, um sicherzustellen, dass Rechtsstaatlichkeit auch eingehalten wird. Deswegen möchte ich die Frage an Sie beide stellen. Also die parlamentarische Aufsicht. Wie können wir von wirklicher parlamentarischer Aufsicht sprechen, wenn die Mitglieder dieses Ausschusses nicht also vom Parlament gewählt werden, sondern ernannt werden vom Ministerpräsidenten. Ich war da im parlamentarischen Aufsichtsgremium.
Also es ist wirklich so, dass die ernannt werden. Können wir denn da von einer wirklichen parlamentarischen Aufsicht sprechen? Und wenn wir von rechtlicher Aufsicht sprechen, da hat man mir gesagt, im Vereinigten Königreich ist es so, dass die Richter in der Lage sind, ex post facto die Maßnahmen zu bewerten, die von der Regierung ausgegeben werden. Also kann man da wirklich von Aufsicht sprechen in diesen beiden Fällen? Dankeschön. Vielen Dank. Not presidents in the UK, they're chairmen and chairwomen or chairs. You know, we don't have presidents. It's a British conversation here. Ja, wer kann jetzt hier antworten? Wir haben jetzt einige Fragen hier gehört. Sie können ja sehen, wer welche Fragen beantwortet. Zunächst Herr Bickford vielleicht. Bitte sehr. Vielen Dank. Ja, sicherlich gute Fragen, insbesondere aus Frankreich. Also diese justizielle Überwachung, also dieser Untersuchungsrichter, das funktioniert wirklich ganz gut. Was dann weiterhin geschieht, die Aufsicht, die danach kommt, wird vielleicht nicht so gut funktionieren. Also auch gerade im Vereinigten Königreich sehen wir das. Aber wo müssen wir denn loslegen? Wo müssen wir beginnen? Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat vor vielen Jahren schon mal entschieden, dass die Sammlung von Informationen eine sehr schwere Aufgabe ist. Und das klar zu regeln, würde die Möglichkeit der Geheimdienste unterminieren, richtig zu arbeiten. Und deswegen wird insgesamt das Ganze etwas unsicher. Also was hat das Gericht gesagt? Wenn man jetzt hier Gesetze erlässt und auch entsprechende Urteile fällt im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen und das auch verhältnismäßig macht und adäquate Aufsicht einrichtet, dann reicht das aus, damit die Nachrichtendienste richtig agieren können. Also so frei, wie sie agieren können müssen, um eben auch die Öffentlichkeit zu schützen, aber mit ausreichender Kontrolle. Und diese darf nicht zu einem Missbrauch führen. Ich stimme Ihnen also voll und ganz zu. Parlamentarische Aufsicht funktioniert nicht, weil sie einfach immer einen Schritt hinterher ist. Auch Ermittlungsausschuss oder solche Aufsicht funktioniert auch nicht, weil das immer einen Schritt hinterher hinkt. Und das kann auch nur sehr selektiv geschehen. Wenn Sie eine wirkliche Aufsicht wollen, dann brauchen Sie einen Richter, der das abwägen muss, also die Rechte und die Entscheidungen zum Zeitpunkt, in dem das Ganze geschieht. Denn er oder sie hat dann die entsprechende Möglichkeit abzuwägen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn eine solche Balance geschieht zum richtigen Zeitpunkt, dann wird diese Möglichkeit des Missbrauchs sehr stark zurückgeführt. Und das bedeutet, dass es eine bessere Kontrolle geben kann. Und ich glaube, dass diese Aufsicht von Parlamentariern geschehen sollte, die gewählt werden durch Parlamentarier. Und es Gerichtsmitglieder, die auch gewählt werden von den Abgeordneten und nicht ernannt werden. Dann könnte man das Risiko reduzieren. Es wird natürlich nie das Allheilmittel geben. Aber was wir tun müssen, ist zumindest diesen Missbrauch so weit wie möglich einzuschränken. Gut, das französische System, wie gesagt, eine sehr unabhängiges Backup-System bei der Aufsicht, das ermöglicht es, dem Geheimdienst seine Arbeit zu leisten und uns gleichzeitig zu schützen. Und damit wird auch der Missbrauch eingeschränkt. Vielen Dank. Die Situation im Vereinigten Königreich sieht sogar noch viel schlimmer aus, als Sie gesagt haben. Der derzeitige Ausschussvorsitzende ist ein Minister, der früher selber so etwas gemacht hat. Aber die sind wahnsinnig stolz auf sich, weil es da Veränderungen gegeben hat und weil es eine Gesetzesänderung gegeben hat, wo der Ausschuss jetzt neue Befugnisse bekommen hat. Unzureichende Befugnisse, aber immerhin.
Und die Exekutive kann immer noch dem Ausschuss Informationen vorenthalten. Wie soll man denn da Aufsicht betreiben, wenn man keine Informationen bekommt? Dann zum Kommissionsansatz zur richterlichen Überwachung. Das kann auch ein früherer Richter sein, muss also kein aktiver Richter sein. Und es handelt sich um eine Stelle, die personell schlecht ausgestattet ist. Es gibt jedes Jahr etwa 500.000 Anfragen zu Kommunikationsmetadaten im Vereinigten Königreich und es gibt gerade ein kleines Büro, das diese Anfragen bearbeitet. Es gibt unzureichendes Personal, die technischen Ressourcen sind nicht vorhanden, um die Arbeit ordentlich auszuführen. Wenn man aber grundsätzlich die Frage der parlamentarischen Aufsicht angeht, wenn man sich überlegt, warum es im Vereinigten Königreich so schlimm aussieht, dann muss man sich zum Beispiel vor Augen führen, dass denen PRISM überhaupt nicht bekannt war. Man könnte sich auch vorstellen, sie hätten davon gewusst und diese Programme einfach unbeanstandet hätten durchgehen lassen. Oder vielleicht haben sie aus Hybris diese Programme noch verteidigt. Das ist ja die Situation, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Der Vorsitzende, vielen Dank. Ich bin übrigens von der Fraktion S&D. Dann zur Frage von Herrn Coelho, insbesondere an David. Zur Frage der Politiker, der Genehmigungen. Wenn jemand Chef von MI5 und MI6 war, dann ist das ja doch seltsam. Ich verstehe das so, dass viele Politiker aus allen Parteien nicht damit zufrieden sind, dass Politiker solche Genehmigungen erteilen oder dass im Vereinigten Königreich der Innenminister so eine Genehmigung erteilt. Aber die Regelung hat sich ja über die Jahre nicht geändert. Und inzwischen wird sie von vielen für anachronistisch gehalten. Ganz abgesehen von der Frage Sicherheit oder Offenheit. Hier wurde von einem französischen offeneren System gesprochen, das auf richterlicher Genehmigung beruht. Vielleicht könnte man hier noch weitere Empfehlungen zur Aufsicht bringen und insbesondere auch die Möglichkeit prüfen, dass der Schlüssel im Rechtsrahmen liegt. Vielleicht könnte man sagen, dass unsere Rechtssysteme sich dann nicht ausreichend entwickelt haben. Wir haben im Vereinigten Königreich eben nicht die richterliche Aufsicht. Das System ist einfach so, wie es mal war. Niemand wollte sich damit befassen. Und das gilt jetzt vielen für inakzeptabel. Professor Cameron zum Beispiel hat von den Systemen in Deutschland und Schweden gesprochen. Das sind kleinere Systeme mit kleineren Geheimdiensten, aber sehr viel kompetentere Aufsicht und unser System der Aufsicht ist eben relativ unzureichend. Findet sich hier auch ein strukturelles Problem neben dem politischen Problem? Sie als Direktor müssten dazu doch etwas sagen können. Und meine Frage wäre, wird es sehr schwierig werden, hier vorwärts zu kommen? Denn hier will auch kein Politiker etwas riskieren, wenn er versucht, das zu ändern. Welchen Vorteil könnte den Politikern das bringen? Das bringt nur Risiken. Wie schätzen Sie das ein? Denn es handelt sich ja um einen Geheimdienst, gegen den es recht viele Anschuldigungen gibt. Antwort: Ja, das war eine sehr gute Frage. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass die Integrität der Agenturen und der Minister nicht in Frage steht. Ich arbeite seit Jahren mit diesen Personen zusammen und ich sehe, dass das Anormale bei den Geheimdienstlern ist, dass sie abgehärtet sind, weil sie Menschen betrügen müssen, belügen müssen. Aber man muss diese Integrität voraussetzen, denn wenn die Berichte nicht wahrheitsgemäß sind, dann ist ja auch die Öffentlichkeit gefährdet. Und diese Beamten haben deshalb eine hohe Integrität aufzuweisen und nach diesen Kriterien werden sie auch eingestellt. Dann zur Frage der Unterscheidung Minister oder Richter.
Da würde ich sagen, dass wegen des Leander-Falles, da komme ich jetzt auf den Menschenrechtsgerichtshof zurück. Und wir behandeln die Frage wirklich nur dann angemessen, wenn wir zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof zurückkehren und die Menschenrechtscharta betrachten und dann sehen, wie sich das entwickelt hat. Der Fall Leander war recht klar. Der Geheimdienst ist ein schwieriges Feld, das habe ich gesagt. Und deshalb gibt es einen relativ lockeren Rahmen, in dem Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit im Mittelpunkt stehen. Mit der Einführung der elektronischen Überwachung gab es eine Überraschung für alle. Diese große Erweiterung hat sich nämlich über die letzten 5 Jahre beschleunigt. Und die Parlamentarier brauchen Zeit, um mit der Entwicklung aufzuholen. Es geht nicht darum, dass sie die Frage nicht behandeln wollten, sondern es geht darum, dass sie das Fachwissen brauchen. Die wissen sehr wohl, mindestens im Vereinigten Königreich, dass wenn 13 Grundsätze festgeschrieben werden, und wenn es die ganzen Vorschriften gibt, die Professor Cameron angesprochen hat, dass dann die Geheimdienste nicht mehr funktionieren und dass wir dann alle nicht mehr geschützt sind. Deshalb braucht man eine stärkere gesamtheitliche Aufsicht. Und damit komme ich zum französischen Modell. Wenn ein Richter während der Operationen die Geheimdienste beaufsichtigt, dann hat dieser Richter eine unabhängige, nicht politische Rolle. Hier hat man gute Aussichten, die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit zum Zeitpunkt der Entscheidung zu beurteilen, zum Zeitpunkt einer Entscheidung, die das Leben einzelner Menschen beeinflusst. Professor Hossein hat nach meiner Einschätzung völlig zu Recht das britische Parlament und die britische Regierung kritisiert. Er hat jetzt Maßnahmen ergriffen, ist zum Investigatory Powers Tribunal gegangen. Und da bin ich ganz sicher, dass wenn er seinen Fall verliert oder nicht ganz durchkommt, dann wird er zum Menschenrechtsgerichtshof gehen. Und dort wird es ein Urteil geben. Und ich habe keinerlei Zweifel. Und es ist ganz klar, dass der Menschenrechtsgerichtshof diesen Fall betrachten wird. Und er wird sagen, wir haben jetzt andere Zeiten. Es kann diese Genehmigungen von der Exekutive nicht mehr geben. Es reicht nicht, dass Parlamentarier die Aufsicht führen, sondern wir brauchen eine richterliche Aufsicht. Wie die dann aussehen wird, weiß ich nicht. Aber ich nehme mal sehr stark an, dass es große Ähnlichkeit mit dem französischen System aufweisen wird. Der Vorsitzende. Nächster Redner, Jan Albrecht. Vielen Dank. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir brauchen auf jeden Fall diese Erfahrung und diesen Sachverstand hier im Saal. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es mich sehr freut, dass jetzt auch im britischen Parlament überwacht wird. Wir hoffen, dass es da in den nationalen Parlamenten und eben auch im britischen Parlament eine positive Entwicklung gibt. Ich muss aber auch sagen, dass aus meiner Position auch für uns eine wichtige Aufgabe festgelegt ist hier. Denn wenn es diese Vorkommnisse in den Geheimdiensten des Vereinigten Königreichs gibt, dann müssen wir doch darauf achten, dass bei diesen Aktivitäten auch unsere Grundsätze eingehalten werden. Sie haben den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof angesprochen, aber es ist ja auch eine Frage der gegenseitigen Rechtshilfe der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Auch eine Frage der Umsetzung der Grundrechtecharta, die ja auch das Vereinigte Königreich bindet. Und deshalb müssen wir als Europäisches Parlament tätig werden und ich danke Ihnen, dass Sie hier zu uns gekommen sind, um diese Fragen zu behandeln. Zunächst einmal sage ich etwas zum RIPA Act. Also der Rechtsgrundlage
in Abschnitt A.4 für das Tempora-Programm. Vielleicht könnten Sie genauer sagen, wie das funktioniert, wenn eine Genehmigung, eine Warrant nach RIPA Abschnitt 8.4 erteilt wird. Denn ein solcher Warrant im Vereinigten Königreich muss ja ein Grundstück oder eine Person bezeichnen. Für A.4.1 gilt das nicht. Wenn zum Beispiel eine solche Operation sich gegen ein Glasfaserkabel unter Wasser richtet. Würden Sie dann auch sagen, dass das das Vorgehen in Frage stellt? Außerdem wüsste ich gerne, ob eine solche Genehmigung auch eine Bescheinigung des Secretariat of State des Vereinigten Königreichs umfasst und würde ein solches System auch die Durchführung eines Programms wie Tempora ermöglichen. Da stellt sich auch die Frage nach der Bespitzelung von Informationen außerhalb des Hoheitsgebiets oder Informationen, die von außerhalb des Hoheitsgebiets kommen. Es ist die Frage, ob das auch durch eine RIPA-Genehmigung abgedeckt ist, weil das dann ja doch eine Frage der Sicherheit des Vereinigten Königreichs ist. Das wären meine Fragen. So, David first and then Gus. Yes, fine. Very good. Wunderbar. Tempora und RIPA. Die Frage beantwortet sich so, dass das Investigatory Powers Tribunal hier auf die Beschwerde mit einer Entscheidung reagieren wird. Und dann wird später sicher auch der Menschenrechtsgerichtshof sich dazu äußern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zur Frage der Bescheinigung des Staatssekretärs. Der Staatssekretär kann tatsächlich nach RIPA eine Genehmigung für den Geheimdienst erstellen oder muss das. Es gibt aber auch andere Fälle, in denen die Polizei auf hoher Ebene selbst entscheiden kann, ob eine verdeckte Überwachung durchgeführt wird. Ja, das ist genau der Fall beim Investigatory Powers Tribunal. Dort wird versucht, den Rechtsrahmen zu ermitteln. Da werden Fragen zur RIPA gestellt, zu den Genehmigungen aus RIPA, zu den Bescheinigungen. Als der Geheimdienstausschuss sich nach den PRISM-Enthüllungen geäußert hat und sich zu Tempora geäußert hat, wurde auch zunächst einmal die Rechtsgrundlage in Frage gestellt. Ob der Intelligence Services Act von 1994 kongruent ist mit dem Menschenrechtsgesetz. Deshalb haben wir diese Fragen gestellt und deswegen haben wir auch die Fragen beim Investigatory Powers Tribunal gestellt. Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, ob ein Land interne und externe Kommunikation unterschiedlich behandeln darf. Ob Amerikaner bzw. US-Persons anders behandelt werden können als Nicht-Amerikaner. Ist auch eine Frage der Behandlung von Wirtschaftsgemeinschaften. Ich glaube, in der derzeitigen Welt wird man diese Unterscheidung nicht aufrechterhalten können. Bei RIPA geht es aber genau darum, dass unterschieden wird zwischen uns und den anderen. Vorsitzende Cornelia Ernst, bitte. Ja, vielen Dank. Diese Unterscheidung zwischen Amerikanern und Nicht-Amerikanern haben wir ja auch in der Washington-Reise miterlebt. Ich will mal sagen, was Sie hier dankenswerterweise in großer Ehrlichkeit uns gesagt haben, wertschätze ich sehr, auch wenn es an einem grauen und nieslichen Tag wie heute nicht so optimismusschaffend ist. Aber die Sachlage ist offensichtlich so.
Sie sagen, ich will noch mal einfach zurückführen, dass wir über die Tiefe der Angelegenheit auch nachdenken können. Sie haben nach der Rechtsgrundlage gefahndet für all diese Ausspähungen und Sie haben keine wirkliche gefunden. Und es gibt, wenn es überhaupt rechtliche Grundlagen für diese Ausspähung gibt, dann lasche Gesetze. Dann haben Sie gesagt, das Parlament hat keine wirkliche Aufsicht. Es wird rausgehalten, umgangen. Es wird betrogen, sage ich jetzt mal. Das passiert auch. Und dann haben Sie gesagt, man muss die Rechtsgrundlage stärken und den Rechtsstaat faktisch wiederherstellen. Meine Frage ist als allererstes, wo muss Ihrer Meinung nach dort angefasst werden? Wie würden Sie das hier als Empfehlung auch weitergeben? Wie kann man die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, so wie Sie es formuliert haben? Was sind da die wichtigsten Ansatzpunkte? Das Zweite ist, irgendwann kommen wir ja auch mal zum Bürger oder zur Bürgerin, die hier schutzlos der Sache ausgesetzt sind. Wie gehen wir damit um, mit den Bürgern, die das jetzt betrifft? Was empfehlen Sie uns, um diese Schutzlosigkeit hier zu überwinden? Weil darum geht es ja und das, was wir jetzt hier alles hören, ist nicht logischerweise sehr optimistisch, um tatsächlich hier Empfehlungen zu geben. Das Dritte ist, wir haben, wie Sie wissen, in Deutschland ja den NSU-Untersuchungsausschuss. Und da stellte sich raus, dass wir mehr Probleme mit dem Verfassungsschutz als solches haben. Und zwar nicht nur, dass er etwas überwacht, sondern was er überwacht. Dass wir zum Beispiel festgestellt haben, dass er völlig falsche Dinge als Bedrohung eingeschätzt hat, die überhaupt nicht so einzuschätzen waren. Und dass die Dinge, die eigentlich hätten überwacht werden müssen, nicht überwacht wurden. Sodass ich meine, es geht nicht nur um die Angemessenheit bei Überwachung, sondern auch um die Frage, was ist denn wirklich eine Bedrohung und tatsächlich auch das, was erfasst wird, ist eine Frage, sodass wir natürlich alleine mit der richterlichen Genehmigung nicht weiterkommen, denke ich. Also all das sind Probleme, wo ich Sie ganz gerne nochmal hören möchte. Thanks, Cornelia. First to... Danke, Cornelia. Dann vielleicht erst an David. Und dann an Gus. Thank you. Danke sehr. Ich glaube, mit meinen Empfehlungen kann ich kaum weitergehen. Mit meinem Ausblick auf die Zukunft. Was die Risiken angeht, müssen die Risiken sich aus der Geheimdienstanalyse durch den Geheimdienst ergeben. Wie man auf die Risiken reagiert, das wäre nach meinem Vorschlag ein Antrag an den aufsichtführenden Richter, an den untersuchenden Richter, um zu sehen, was dort gemacht wird. Und dann muss der Richter einen Ausgleich zwischen den Rechten des Staates und des Individuums finden und die Legalität der verwendeten Methoden bewerten. Und dann muss man sehen, ob die Risiken dadurch verringert werden oder ob es einen Missbrauch gibt. We need a comprehensive surveillance law. Wir brauchen auf jeden Fall ein umfassendes Gesetz für die Überwachung. In verschiedenen Ländern gibt es derzeit einen Flickenteppich aus den Befugnissen, die die Regierung jeweils gewollt hat. Im Vereinigten Königreich gibt es einen Intelligence Service Act, Regulation of Investigatory Powers Act, weil der Staat sich dafür das Internet interessiert ist. Dann haben wir die Data Bill, weil der Staat Zugang zu den Kommunikationsdaten haben wollte. Dann gibt es die Vorratsdatenspeicherung, weil der Staat diesen Zugang zu den Daten wollte. Und das geht nicht, dass wir immer nur nach den momentanen Erfordernissen Gesetze rausbringen. Wir brauchen einen umfassenden Rechtsrahmen. Letztlich brauchen wir ein Verbot der Massenüberwachung. Ich sehe keine Vereinbarkeit zwischen Massenüberwachung und Überwachung und Menschenrechten. Es ist offensichtlich, dass das verboten werden muss. Man muss auch prüfen, inwieweit da Techniken verfälscht werden, inwieweit Sicherheitsstandards durchbrochen werden, inwieweit Protokolle aufgebrochen werden. Das ist ein unglaubliches Vorgehen der Geheimdienste, dass da die Protokolle aufgebrochen werden, die wir doch brauchen, um zum Beispiel geschäftlich tätig zu werden und zu kommunizieren.
Also ehrlich gesagt bin ich sogar optimistisch. Ich glaube, dass die Lage sich bessern wird. Das GCHQ konnte das früher machen, als man nur Telegrafenverbindungen überwachen musste. Früher gingen Telegramme nur vor den Staaten aus, aber jetzt nutzen alle Menschen das Internet. Und die Wirtschaft ist abhängig vom Internet. Die Wirtschaft muss auch dafür sorgen, dass die Menschen sich auf das Internet verlassen können, dass die Menschen sich darauf verlassen können, dass sie sicher und vertrauensvoll kommunizieren können. Und deshalb ist auch die Internet Engineering Task Force wichtig. Deshalb haben hier die Computerwissenschaftler und die Wirtschaft eine besondere Aufgabe. Denn wenn das herauskommt, wie mit den Systemen umgesprungen wurde, werden die auch sehr verärgert werden. Auf die sollte man sich verlassen. Very quick point. Noch ganz kurz. Ich glaube, wir sollten nicht die Tatsache aus dem Auge verlieren, dass die Gegner, also Terroristen und organisierte Kriminalität, Zugang zu hochentwickelten, raffinierten Kommunikationsverfahren haben, zum Dark Web und anderen Methoden. Außerdem haben sie auch ganz raffinierte Verfahren, um Staatsgeheimnisse auszuspähen. Das sollten wir auch bedenken. Wir müssen das realistisch einschätzen. Und da müssen wir uns klar machen, dass wir mehr Überwachung brauchen, um hiergegen vorzugehen. Sonst bestehen Risiken. Der Vorsitzende, das war jetzt eine ganz interessante Antwort. Anna, dann bitte Anna Gomez. Gomez, danke sehr. Herr Hossein hat gesagt, dass es um die Wiedereinführung der Rechtsstaatlichkeit geht, bevor man eine bessere Aufsicht erwarten kann. Auch ich sehe die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Es geht doch um die Demokratie. Denn ich befürchte hier eine schlimme Perversion der Demokratie. Vielleicht bahnt sich hier schon ein Staatsstreich an, wenn wir nicht zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren und es keine funktionierende demokratische Aufsicht gibt. Und die gibt es eben nicht. In den USA erst recht nicht. Als wir in der letzten Woche in den USA waren, habe ich mich an Mike Rogers gewandt, den Kongressabgeordneten, der zuständig ist der Chef des zuständigen Ausschusses. Und da habe ich gefragt, ja, wenn der Präsident es nicht wusste, wer wusste es denn dann? Wusste der Ausschuss denn Bescheid? Habe ich keine Antwort bekommen, weiß ich also nicht, ob er es gewusst hat und es mir nicht sagen wollte. Oder ob er es nicht wusste. Ja, das würde dann ja heißen, dass Big Brother frei herumläuft. Das fand ich überhaupt ganz interessant in unseren Gesprächen. Was kommt denn als nächstes raus, dass die NSA den Präsidenten ausspäht? Der Vorsitzende, was ist jetzt die Frage? Gomez, also was kommt als nächstes für den Fall von Großbritannien? Herr Bickford, in dem Zusammenhang, Sie haben jetzt gesagt, dass Präsident Bush das FISA-Gericht umgangen hat und dass diese FISA-Tribunale später noch mehr geschwächt wurden. Ist Ihnen ein Fall bekannt, wo jemand festgenommen wurde, weil diese Gesetze umgangen wurden? Hat es da irgendwelche Sanktionen gegeben? Hat es da Opfer dieser Manipulationen gegeben? Und bei der Zusammenarbeit mit Großbritannien, sehen Sie da auch die Möglichkeit dass es eine Zusammenarbeit mit Großbritannien gegeben hat? Denn Großbritannien arbeitet ja nach diesem Abkommen mit einem System zusammen, das völlig außer Kontrolle geraten ist. Außer Kontrolle, damit meine ich das US-System. Dann noch zum britischen System. Können wir davon ausgehen, dass wenn jetzt wirklich festgestellt wird, dass Belgacom ausgespäht wurde, also die belgische Telekommunikation,
wenn sich herausstellt, dass Belgacom vom GCHQ gehackt wurde. Geschah das dann mit Genehmigung eines britischen Ministers? Und wenn jetzt nachgewiesen wird, dass die britische Botschaft in Berlin von der Dachterrasse aus die Nachbarn ausspäht, geschah das auch mit Genehmigung eines britischen Ministers? Wird man das dann unterstellen können? Wo hört denn die Verantwortung auf, mindestens in Großbritannien? Oder ist es da anders als in den Vereinigten Staaten? Dann noch zur Zusammenarbeit mit anderen Agenturen anderer europäischer Länder. Da haben wir ja unterschiedliche Systeme. Carlos Coelho hat für Portugal gesprochen. Wir sehen aber auch, dass diese Systeme pervertiert werden können. Welche Erfahrung haben Sie da? Das sind ja Aktivitäten einer internationalen Zusammenarbeit, nicht nur mit den USA, sondern sagen wir mit anderen europäischen Diensten, vielleicht auch mit Drittlandsdiensten. Wie wird da gewährleistet, dass die Grundregeln der Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden? Im Fall eines brasilianischen Staatsbürgers, Lebensgefährte des Guardian-Journalisten. Kann es da Zusammenarbeit gegeben haben zwischen dem britischen und dem brasilianischen Geheimdienst? Wer hat seine Festnahme angeordnet? Ein Minister, ein Polizeichef, Chef eines Geheimdienstes, ein Richter? I'm not sure they all know this, but it's quite. Möchten Sie diese umfassende Frage beantworten und dann vielleicht auch überleiten zu Schlussfolgerungen? Ja, können Sie eingehen auf die Frage und dann ein paar schlussfolgende Bemerkungen machen, dann können wir diesen Sitzungsteil abschließen. Vielen Dank, Anna. Ich kann überhaupt keine von diesen Fragen beantworten, weil ich nicht in der Lage bin, die Fakten zu kennen. Nun, es handelte sich bei Ihrer Frage um einen Exekutivbeschluss des Präsidenten, der dann 2008 abgeändert wurde. Das heißt, der Kongress hat es also genehmigt, dass da Dossiers umgangen wurden. Wie ich eben schon gesagt habe, in der gesamten Situation war es so, dass das Ausmaß des Sammelns von Informationen exponentiell zur Gefahr, zur Bedrohung gewachsen ist, also exponentiell zu den Übergriffen seitens jener Personen gegen die Rechtsbehörden oder die Geheimdienste ermittelt habe. Parlamente überall auf der Welt, und deswegen sind wir heute hier, haben gemerkt, dass es eine bessere Form der Kontrolle geben muss. Bei dem weitgehenden Profiling und Datenschürfen, das stattfindet. Ich glaube nicht, dass Aufsicht an und für sich das Problem lösen wird. Das ist ex post. Das ist zu spät. Ich glaube auch nicht, dass eine Masse an Verordnungen das Problem lösen kann. Natürlich konfrontieren sie das mehr. Aber eine Masse von Verordnungen, die die Geheimdienste einschränken, setzt uns einem Risiko aus. Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen und uns mit den grundlegenden Prinzipien befassen. Verhältnismäßigkeit
Notwendigkeit und gewisse Klarheit in der Gesetzgebung sind unabdingbar. Plus gerichtliche Aufsicht über die Geheimdienste in ihren Operationen und dann als Backup unabhängige parlamentarische Aufsicht. Das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit. So können die Geheimdienste arbeiten und uns schützen. Und gleichzeitig wird das Risiko eines Missbrauchs auf das absolute Mindestmaß reduziert. Das waren ausgezeichnete Fragen. Aber ich muss die Fragen auslassen. Ich kann sie auch nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie wir eine Regierung dazu heranziehen können, dass sie in die Infrastruktur eines anderen Landes gehackt haben. Wir hatten zum Beispiel SWIFT und wir haben Beschwerden und Meldungen aus verschiedenen Ländern dazu erhalten. Aber ich weiß die Antwort auch nicht. Das ist der Wilde Westen, flächendeckend. 1990 sprachen wir das Internet, es wurde gesagt, wir müssen etwas tun. Und jetzt stehen die Regierungen auf dem Vormarsch. Wie ist das Motto von Facebook? Bewegen Sie sich schnell und so weiter. Und das scheint jetzt das Motto unserer Geheimdienste zu sein. Bewegen Sie sich schnell, zerbrechen Sie alles und zur Rechenschaft gezogen wird man später. Der zweite Punkt. Wer ist zur Rechenschaft gezogen worden, als die Vereinigten Staaten sich nicht korrekt verhielten? Das Schlimmste, was getan wurde in dem FISA-Rechtsakt, war, dass die Unternehmen dafür Immunität erhielten, dass sie mit der Regierung kooperiert hatten. Das hat ein rechtliches Vorgehen gegen die Unternehmen verunmöglicht. Die Zivilgesellschaft und menschenrechtliche Organisationen konnten daher die Unternehmen nicht zur Rechenschaft ziehen dafür, dass sie Informationen über ihre Kunden ohne Rechtsgrundlage an die Regierung gegeben hatten. Aber wir müssen das tun. Wir müssen diese Unternehmen zur Rechenschaft ziehen. Es gibt auch keine freiwillige Zusammenarbeit mit der Regierung, weil man denkt, das ist clever. Das tat man bei SWIFT. Da dachte man, seien wir nett, geben wir die Daten weiter. Darum geht es nicht. Müssen wir die Beziehungen zwischen Unternehmen und Regierung noch einmal auf den Prüfstand stellen. Noch in dem gleichen Zusammenhang, Beziehung zwischen der Regierung und Unternehmen. Die Regierung hat den Unternehmen gesagt, ja, arbeiten Sie mit uns zusammen und wir werden dann auch ein entsprechendes Rechtssystem schaffen, damit Sie uns die Informationen geben. Und falls Sie sich weigern, bekommen wir die Informationen sowieso. Wir werden reingehen in die Glasfaserkabel und beispielsweise das Hacking von Google-Datenzentren. Das ist entweder im Rahmen des Rechtes oder aber es herrscht flächendeckend der Wilde Westen. Ja, das war jetzt nicht so optimistisch. Vielen Dank. Darf ich zu Ende des Sitzungsteils dieses Sitzungsteils sagen, wir haben keinen direkten Zugang zu hochrangigen Beamten aus den Geheimdiensten. Und wenn die erscheinen, wie zum Beispiel aus dem Vereinigten Königreich, dann sind die eingeschränkt. Das ist signifikant. Sehr interessant, diese Informationen zu bekommen. Das war sehr aufschlussreich. Auch das Zeugnis von Privacy International. Ja, vielen Dank dafür. Das war sehr wichtig für uns. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Die Marathonsitzung geht weiter. Wir haben ja um 9 Uhr angefangen. Wir werden fortfahren. Mit Sitzungsteil 4. Die Briefing, Herr Priebe ist anwesend, nicht in Kamera. Ich möchte nur, dass alle darüber Bescheid wissen. Keine Sitzung hinter verschlossenen Türen. Die Briefing
über die transatlantische Expertengruppe EU-US. Paul ist anwesend. Thank you very much. Colleagues, we very, very Liebe Kollegen, wir berücksichtigen Ihre zeitlichen Limits. Alle bekommen einen Bonus für diejenigen, die hier geblieben sind. Das ist sozusagen der harte Kern. Right. Is it 17:40 yet? No, we're even 5 minutes ahead of time. This is the not. Dies hier ist ein Debriefing über die transatlantische Expertengruppe EU-US. Keine Sitzung hinter verschlossenen Türen. Der letzte Sitzungsteil. Wir werden das Neueste hören von Paul Nils und Herrn Reinhard Priebe. Wann war die letzte Diskussion? Gerade erst gestern. Ich denke einfach nur an das Timing. Die Leute müssen ihre Flugzeuge und Züge bekommen. Natürlich nicht die Mitarbeiter, die hier bleiben, aber die Abgeordneten. Deswegen sollten wir jetzt zügig vorgehen, weil die Leute noch weg müssen. Den sollte man besser nicht tragen. Gut, kommen wir also rasch zur Sache. Ich habe mir heute den ganzen Tag gesagt, wir haben ganz viel Zeit. Aber machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Dankeschön. Wir haben uns gestern zum dritten Mal getroffen mit der US-Delegation. Diese Sitzung hätte eigentlich schon vor anderthalb Wochen in Washington stattfinden sollen. Aber aufgrund jüngster Enthüllungen haben die US beantragt, dass die Sitzung etwas vertagt wird. Das ist also vertagt worden. Es fand dann eine Sitzung in Brüssel statt, nicht in Washington. Die US-Delegation war unter dem Vorsitz von Bruce Schwarz aus der Abteilung Justiz und Robert Litt. Der Allgemeine Rat der Abteilung für nationale Geheimdienste aus dem Weißen Haus. Und Verfasser der Sammlung aller Gesetze für die Geheimdienste in den Vereinigten Staaten. Er wird auch häufig zitiert in der US-Presse als der Mann, der die US-Regierung repräsentiert in vielen Anhörungen im Kongress und auch bei Anhörungen mit der Zivilgesellschaft. Wir hatten gestern eine Diskussion auf der Grundlage eines weiten Katalogs von Fragen. Es ging um Einschränkungen und Geltungsbereich von Kapitel 702, 215, Methoden zum Datentransfer an die Regierung, Nutzung von gesammelten oder erworbenen Daten, Verbreitung und Zurückhaltung von Daten,
geografische Weite, quantitative Indikatoren auf der Seite der Europäer. Dann gab es noch ein Sonderkapitel zu Exekutivbeschluss 133. Und die Frage, gibt es zusätzliche Rechtsgrundlagen? Und welche anderen Garantien im Zusammenhang mit privaten Vertragsabnehmern? Fairerweise muss man sagen, dass die Diskussionen im Vergleich zu früheren Sitzungen in einer konstruktiveren Atmosphäre stattfinden. Im Vorfeld der Sitzung diese Woche hat der Generalstaatsanwalt eine Erklärung abgegeben, dass die US-Regierung die Anliegen der Europäer zur Kenntnis nimmt in Bezug auf ihre Privatsphäre. Bei der Revision des US-Rechtsaktes für Überwachung und das hat atmosphärisch gestern auf der Sitzung doch etwas geändert. Die amerikanische Delegation hat uns klargemacht, dass in den Vereinigten Staaten die Dinge rasch passieren und es gibt ja auch eine Revisionsgruppe, die von Präsident Obama geschaffen wurde. Und Professor Swire und diese Gruppe sind dankbar für jedweden Input und Anregungen, wie US-Gesetze in diesem Zusammenhang besser angepasst werden können an den Grundrechteschutz und den Datenschutz. Robert Litt hat Fragen beantwortet zur Methode und Einschränkungen und zur Datennutzung, Indikatoren zu den Auswirkungen und zu dem Mehrwert des Programms. Wu Schwarz, der hat sich auf Onward-Transfer und Datenvorratsspeicherung bezogen. Wir hielten einige Klärungen, aber nichts, was nicht schon in der Öffentlichkeit bekannt wäre. Die Schlüsselfragen bezogen sich auf das Massensammeln von Daten in Europa. Uns interessiert auch die Frage, wie viele EU-Bürger davon betroffen sind. Diese Fragen sind allerdings unbeantwortet geblieben. Es gab 6-7 Punkte in der Diskussion, wo die US-Delegation versprochen hat, nochmal zurückzugehen, zu prüfen, was getan werden kann. Man wollte prüfen, ob da nicht noch zusätzliche Informationen gefunden werden können. Ein Beispiel: Unter dem US-Recht ist die US-Regierung dazu gezwungen, jährlich darüber zu berichten, wie viele US-Bürger in Berichten genannt werden, die aufgrund von Überwachung erstellt werden und dann dem Präsidenten oder anderen Regierungsbehörden überstellt werden. Wir haben da die Frage gestellt, ist es da nicht möglich, einen Zahlenhinweis zu bekommen darüber, wie viele europäische Bürger in solchen Berichten genannt werden. Wenn doch schon öffentlich gemacht wird, wie viele Amerikaner in solchen Berichten genannt werden, dann können Sie uns doch vielleicht zumindest mitteilen, wie häufig europäische Namen fallen. Es war natürlich eine Frage, die sich ergeben hatte aus der Frage, wie viele Telefonnummern sammeln Sie unter Artikel 215 von Pfizer, wie viele Daten werden über Europäer erhoben und so weiter. Alles Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Die US-Delegation hat auch kurz informiert über die Diskussionen über die Reform. Die aktuellen Reformvorschläge fokussieren insbesondere auf die Rechte der Privatsphäre von US-Bürgern. Aber man hat auch gesagt, man berücksichtigt wachsend zunehmend auch die private Rechte von Nicht-US-Bürgern, insbesondere EU-Bürgern. Wir haben das ermutigt und es war gut zu hören, dass der Besuch der Delegation dieses Hauses und des Vizepräsidenten etwas bewirkt haben. Dieses Haus hat sich, glaube ich, auch beworben im P-Club. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dasselbe könnte auch gelten für das Peter Swire Oversight Review Board. Wir erstellen jetzt einen gemeinsamen Bericht, der binnen Frist im ASTV präsentiert wird. Vielen Dank.
Und wir stehen wie immer für Fragen bereit. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, der Kollege? Na, dann erstmal herzlichen Dank. Ja, wir haben uns getroffen mit P-Club, haben auch etwas unterbreitet. Ich glaube auch, einige Mitglieder waren in der Delegation dabei. Es gab auch einen Bericht an den, beziehungsweise es musste verschoben werden, dieser Bericht. Ich will da jetzt auch gar nicht vorgreifen, denn das soll ja auch noch diskutiert werden. Wir haben uns auch mit der Presidential Review Group getroffen. War ja auch wohl gestern bei der Sitzung mit Ihnen dabei. Ich werde das jetzt mal in der Reihenfolge hier machen, in der förmlichen. Carlos, möchtest du im Namen von Axel hier eine Frage stellen? Nein, dann geht's weiter mit Jan. Möchtest du eine Frage stellen? Vielen Dank für dieses Briefing. Ja, nachdem die Arbeiten jetzt abgeschlossen sind und nachdem Sie hier das zusammengefasst haben, was da geschehen ist, stelle ich die Frage, gibt es da weitere Schritte, die jetzt unternommen werden sollen im Zusammenhang mit der Massenüberwachung, also von Seiten der Kommission? Also wenn es um nationale Sicherheitsfragen geht und auch darüber hinaus. Also, wir werden jetzt die Fragen, denke ich, erstmal bündeln und dann werden sie zusammen beantwortet. Bitte, nächste Frage dann. Es ist in ungefähr das, was ich auch erwartet habe, was Sie jetzt hier dargestellt haben. Bei allen Mühen, die Sie dort unterlaufen haben, die ich auch voll akzeptiere, stellen wir doch fest, es gibt also keine Zahlen, wie viele Europäer denn hier so mal überwacht werden. Dann nimmt die US-Regierung dankenswerterweise die Anliegen der Europäer zur Kenntnis. Okay, ist ja schon freundlich. Ich frage jetzt mal ganz allgemein, was erwarten Sie jetzt noch von dieser Expertengruppe? Von, ja, wie soll das irgendwie weitergehen oder hat sich's jetzt erledigt? Das ist mir ehrlich gesagt unklar. Ich frage das auch ein bisschen provokativ. Weil Sie unsere Nöte kennen, dass wir natürlich mit diesen Aussagen, was nicht an Ihnen liegt, noch gar nicht, also nicht viel anfangen können. Beziehungsweise ist natürlich auch eine Antwort, die man so bekommen kann, was jetzt die andere Seite der transatlantischen Gruppe angeht. Ja. Cornelia, Anna, you're next. Anna, bitte als nächstes. Ja, wir haben ja auch Informationen erhalten nach den Kontakten in Washington letzte Woche. Und es ist wohl zumindest so, dass jetzt immerhin die Leute informiert sind über unsere Bedenken und dass es einfach Mittel und Wege geben muss, diese Fragen zu klären, sodass das gleichzeitig keine schlechten und negativen Auswirkungen auf die Verhandlungen mit TTIP oder im Zusammenhang mit TTIP hat. Denn das wollen wir ja auch nicht. Ich denke, damit kann man hoffentlich sich stärker konzentrieren auf die entsprechenden Fragen. Aber es gab doch einen Bereich, wo man sich wirklich quergestellt hat, nur mit wenigen Nuancen. Die Frage der Rechtsbehelfe von Seiten europäischer Bürger. Denn nach dem amerikanischen System gibt es wohl ein solches Recht nicht, also für amerikanische Bürger. Aber es ist ja so, dass wir doch in einigen Bereichen eine eher positive Einstellung und Haltung bekommen haben und sagen, also wir wollen auch aus den Erfahrungen lernen. Und in anderen Bereichen, insbesondere im State Department, haben wir eine klare Antwort erhalten, geht gar nicht. Dann wurde gesagt, naja, nach den Europäern kommen dann die Afghanen, die bei uns an die Tür klopfen.
Naja, gut, das zu vergleichen ist vielleicht nicht so ganz einfach, aber gut. Wie sehen Sie das? Welche Richtung nehmen die Diskussionen Ihrer Meinung nach ein? Bitte die nächste Dame noch. Angesichts der vielen Berichte, die wir haben und der vielen Zusagen, die wir natürlich nur schwerlich überprüfen können, fühle ich mich schon erinnert an ein deutsches Sprichwort, das da sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber genau bei der Frage der Kontrolle tun wir ja uns schwer, welche Mechanismen, Einsichten, ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt, von einigen wenigen Experten haben wir denn, um sicher zu sein, dass künftig anders verfahren wird als das bisher. Wir haben heute Morgen darüber diskutiert, wie groß der Haushalt für die NSA ist. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich nehme an, es ist pro Jahr 7 Milliarden. Da ist es mir fast egal, ob Euro oder Dollar. Und 37.000 direkt bei der NSA beschäftigte Mitarbeiter. Die müssen ja irgendwie beschäftigt werden. Und ich glaube nicht, dass morgen der Haushalt verändert wird und diese Leute alle entlassen werden. Also ich habe so ein bisschen Zweifel, haben wir Mechanismen in der Hand, um hier tatsächlich zu anderen Ergebnissen zu kommen? Und an der Stelle eine Frage, die ich mal so als provokante Bemerkung in den Raum stelle, die müssen die Kommissionsvertreter jetzt nicht beantworten, weil sie dafür auch nicht zuständig sind. Aber ich frage mich angesichts dieser Dinge schon, warum wir uns nicht trauen, auch mal als Rat und damit als Europäische Union insgesamt zum Beispiel auch das TTIP-Abkommen auf Eis zu legen, bis genau diese Fragen auch ernsthaft geklärt sind, um einfach mal ein deutliches Zeichen auch zu setzen. Thanks, Brigitte. Just out of Dankeschön. Ja, noch eine Frage von mir, Paul. Also es war ja gerade gestern jemand auch bei der Sitzung dabei, Paul Blitt, und der kennt sich auch aus, ist ja auch in der transatlantischen Arbeitsgruppe, also auch diese Perspektive da hatten wir dabei. Er war auch dabei, Capitol Hill, und da haben wir ihn gefragt, wie ist dieser Vortrag eigentlich gelaufen? Ist es Teil einer langfristigeren Strategie, dass die NSA jetzt wirklich auch mal besser kommuniziert und mitteilt, mehr, also mitteilungsfreudiger sein wird in Zukunft? Oder dass sie auf dem Standpunkt beharrt, dass sie also hier einfach keine Informationen abgibt, was ja nicht akzeptabel ist? Also, ja, es wurde ja da auch noch etwas gesagt zur EU-Position im Zusammenhang mit Spionage, Anschuldigung und Massenüberwachung. Aber wie ist das? Also was glauben Sie, in welche Richtung geht diese transatlantische Strategie jetzt? Wird es da wirklich große Bewegung geben? Das ist ja ein wichtiges Thema. Und hier geht es natürlich auch um die Frage, was EU-Regierungen machen. Es gibt Untersuchungen. Auch wir werden ja immer wieder befragt. Also ich möchte einfach so ein bisschen mal einen Eindruck bekommen, was dort gesagt wurde, beziehungsweise wie die Stimmung war. Vielleicht können Sie etwas sagen zur Strategie. Ich weiß nicht, ob Ihnen das möglich ist. Ja, und dann noch etwas Förmliches. Wann wird der Endbericht vorliegen? Und was wollen Sie dann als nächste Schritte tun? Bitte sehr. Danke. Ja, zur Frage, welches sind die nächsten Schritte? Hier kann man, glaube ich, sagen, dass für die Kommission der wichtigste Schritt die Annahme der Verordnung ist. Das war die wesentliche Quelle für die NSA, also die Privatunternehmen, und die Verordnung ist sehr wichtig, in dem also da Transfer, also da wird der Rahmen festgelegt, innerhalb dem die Unternehmen solche Transfers vornehmen können. Dann zur Arbeitsgruppe. Das Mandat der Arbeitsgruppe, beziehungsweise der Text, der vom ICV angenommen wurde, da wurde gesagt, Bericht soll erstattet werden und dann werden weitere Entscheidungen gefällt. Da müssen wir also abwarten, müssen wir zunächst den Bericht abwarten und dann wird eine Entscheidung gefällt, ob
diese Arbeitsgruppe weitergeführt wird oder nicht. Ich sagte es, die US-Delegation hat 7 weitere Fragen mit nach Hause genommen und wir hoffen, dass wir darauf auch Antworten bekommen werden, bevor wir diesen gemeinsamen Bericht mit der Präsidentschaft fertiggestellt haben. Ich hoffe, dass dieser gemeinsame Bericht dann auch noch bis Ende des Jahres vorliegen wird. Ja, Gleiches gilt für die Kommissionsbewertung dieser Fakten und auch der Bewertung des Safe Harbor. Das sind also die weiteren Schritte, die wir planen. Es gibt ja auch den Gipfel Justiz und Inneres. Vizepräsident wird sich treffen mit Eric Holder am 18. November. Das ist dann auch ein ganz wichtiger Meilenstein. Jetzt zu den Instrumenten, die man sich anschaut und mit denen man in Zukunft arbeiten kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier nicht nur TTIP im Auge haben, sondern dass wir festhalten, dass all das, was wir hier tun, auch vor dem Hintergrund unserer Sicherheitszusammenarbeit geschieht. Wir haben das PNI-Abkommen, wir haben auch andere Sicherheitszusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Deswegen ist ja auch Reinhard Priebe hier. Es geht also darum, auch Robert Litt und auch andere der US-Delegation haben das jetzt verstanden, dass es also auch um andere Dinge geht. Das heißt, alles, was wir tun bei unserer Beziehung zu den USA, ob wir das auf Basis eines Abkommens machen oder etwas anderem, gründet sich auf Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen. Und es ist wichtig, dass dieses Vertrauen wiederhergestellt wird. Natürlich ist das eine wirtschaftliche Frage, denn auch das entscheidet, ob zum Beispiel unsere Bürger gewillt sind, weiterhin deren Service Provider anzuwenden oder zu nutzen. Aber natürlich ist das Vertrauen auch wichtig für die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. Und wenn Sie mich jetzt fragen, in welche Richtung geht diese neue Sicherheitsstrategie, NSA und so weiter, ich glaube, dass die Delegation über verschiedene Dialoge, die also auch mit Mitgliedern aus diesem Hause, dem Vizepräsidenten und der Kontaktgruppe stattgefunden haben, zu einigem geführt hat. Also, nämlich, dass klar geworden ist, dass mehr Transparenz gut ist, aber nicht ausreicht, um das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Es ist natürlich wichtig, zunächst einmal zu wissen, dass man überhaupt ausgespäht wurde, und zwar in riesigem Umfang. Aber man muss natürlich auch sicher sein, dass, wenn man in Zukunft diese Dienste nutzt, eben sicherer ist. Ja, und dann ist es wichtig, dass wir auch am Umfang und an der Tragweite dieser Maßnahmen arbeiten. Zunächst einmal müssen wir herausfinden, aus welchem Grund ist was gesammelt worden, sind welche Daten gesammelt worden. Und dann muss man eben sehen, dass man hier wegkommt von diesem riesigen, massenhaften Überwachen, um eben wieder dieses Vertrauen herzustellen. Und dann drittens müssen wir auch sagen, dass es nicht ausreicht, solche Abstraktionen dieses Anwendungsbereiches zu machen und dann nur von der Nutzung der Daten im Nachhinein sprechen. Das reicht nicht aus. Dieses Fact-Finding hat dazu beigetragen, dass wir ganz klar machen konnten, dass es hier einfach auch ein unterschiedliches Verständnis gab. Die USA meinten, es ginge immer hauptsächlich um die Nutzung der Daten. Erhebung, na gut, das ist so ein bisschen zweitrangig, nicht ganz so wichtig. Für die europäische Seite ist es so, dass es um grundlegende Rechte geht, Schutz. Und das beginnt eigentlich schon bei der Erhebung, der ersten Erhebung der Daten oder der ersten Sammlung von Daten. Also in den USA, wie gesagt, schaut man sich erst den zweiten Schritt an. Wir in Europa schauen mehr diesen ersten Schritt uns an. Und da war der Dialog sehr hilfreich. Da konnten wir wirklich klar machen und deutlich machen, dass diese erste Erhebung von Daten, dass das der Punkt ist, an dem angesetzt werden muss. Dort müssen die Arbeiten beginnen und dann stellt sich erst die Frage der Nutzung und der Verwendung dieser Daten.
Da geht es dann um andere Fragen der Löschung oder auch Rechtsbehelfe und so weiter. Also jetzt nochmal zu der Frage der Rechtsbehelfe. Das ist ein Thema, das der Vizepräsident auch ganz deutlich nochmal dargelegt hat im Zusammenhang mit dem Umbrella, mit dem Dachabkommen. Also da geht es um den Datenaustausch im Zusammenhang mit Vollstreckung. Da geht es nicht um Sicherheitsfragen. Also und es ist so, dass amerikanische Bürger, die nach Europa kommen, derzeit vollen Zugriff haben und Zugang haben zu solchen Rechtsbehelfen. Denn in Europa ist es so, dass Zugang zum Richter ein Menschenrecht ist und nicht nur ein Bürgerrecht. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der hier nach Europa kommt, Asyl beantragt, Russland, China, Nordkorea, wo auch immer her, sie alle haben das Recht zu einem solchen Rechtsbehelf. In den Vereinigten Staaten ist es so dagegen, dass im Bereich Datenschutz, aber auch in diesem Bereich des Dachabkommens, also dieses Umbrella Agreements, dass es da dieser Zugang zum Richter und zum Recht eigentlich nur für US-Amerikaner gilt. Und wir wollen eben im Rahmen dieser Verhandlungen eine Gleichbehandlung für europäische Bürger erzielen. Und im Rahmen dieses Dachabkommens können wir das erreichen und wir hoffen, dass die derzeitigen Diskussionen auch dazu geführt haben, dass eben auf beiden Seiten des Atlantiks man ein besseres Verständnis von der Gegenseite jetzt hat und dass wir das eben im Rahmen dieses Umbrella-Abkommens dann auch erreichen können. Vielen Dank, dass Sie das nochmal ansprechen, dieses Abkommen. Dazu haben wir noch gar keine Frage gestellt. Herr Prebe, wollten Sie noch ganz kurz antworten, bitte? Ja, ich darf das noch ergänzen, was der Kollege Paul Nebitz sagte. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier nochmal festhalten, dass das haben wir jetzt auch im also dass wir einen wirklichen Fortschritt gesehen haben im Verlauf dieser drei Sitzungen. Und was hat zu diesem Fortschritt geführt? Ich glaube, da muss man mehrere Elemente anführen. Erstmal überhaupt die Tatsache, dass wir mit Geduld viele Stunden gemeinsam am Tisch gesessen haben. Ich glaube, das allein schafft schon ein gewisses Vertrauen. Und dann der Hintergrund, also die jüngsten Enthüllungen da, dass Regierungsmitglieder bespitzelt wurden. Ich glaube, das hat auch einen und diesen öffentlichen Aufschrei in den Ländern und dann auch im September im Luxemburg. Da gab es ja auch ein Ereignis, was eigentlich bisher noch nie geschehen ist. Und dann auch noch die Tatsache, dass Sie eben auch hier ganz deutlich sich geäußert haben. All diese Elemente haben dazu geführt, dass wir gewisse Fortschritte erzielt haben, dass wir jetzt bereit sind, einige Schritte weiter voranzukommen im Zusammenhang mit der Transparenz. Und das, ja, ist das jetzt schon eine neue Strategie, auch im Hinblick auf die NSA? Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, aber auf jeden Fall war es sehr gut, Sie da wirklich mal so ein bisschen auszufragen und nochmal nachzuhaken. Denn ich denke, man kann dann auch besser Informationen erhalten, also wenn es um den Rechtsrahmen geht, als wenn es um Fragen geht, die operationeller Art sind und die Auswirkungen auf Ihre operationelle Arbeit haben könnten. Da ist es natürlich schwieriger. Aber auch da haben wir gewisse Fortschritte erzielt, also auch wenn es um Zahlen geht und so weiter, damit wir das Ganze besser nachvollziehen können, was Sie da eigentlich getan haben. Dann noch eine andere Frage. Bewusstseinsmachung unserer Sorgen und Bedenken. Und ich denke, dass auch das mit einem Ja beantwortet werden kann. Aber ob das dazu führt, dass Sie uns deswegen jetzt freizügiger Daten übermitteln, da kann ich leider noch nicht mit Ja antworten. Wir haben aber eine lange Diskussion geführt im Zusammenhang mit dieser Rechtsbehelfsfrage. Ich glaube, dass die meisten unserer Kollegen in den USA festgestellt haben, dass es jetzt wirklich ein Problem gibt. Und dann gut,
dass Nordkoreaner jetzt die gleichen Rechte haben wie wir, so weit kann man vielleicht dann doch nicht gehen. Aber ich denke, es gab da auch noch ein paar Diskussionen am Rande und da stellt sich eben die Frage, wollen wir da schrittweise vorgehen? Das haben wir bisher gemacht, und beim PNR beispielsweise. Könnte ein Ombudsmann-System auch dazu führen, dass Nicht-US-Bürger mehr Rechte eingeräumt bekommen? Auch das ist eine Möglichkeit, die wir jetzt nicht sofort außen vor lassen sollten. Also da müssen wir uns noch einige Gedanken machen. Also da kann man wirklich sagen, dass das eine positive Entwicklung ist, auch wenn es noch gewisse Unterschiede gibt. Paul sagte es schon. Es ist jetzt auf jeden Fall ganz klar geworden, dass wir aneinander vorbeigeredet haben, wenn es um die Frage geht, Datenerhebung oder Datensammlung. Denn für uns ist eben dieser erste Schritt der reinen Erhebung der Daten, Erfassung der Daten schon das schwierige Thema und das große Problem. Und bei den bei der US-amerikanischen Seite eben erst der nächste Schritt. Dankeschön. Danke, Herr Nemitz. Danke, Herr Priebel. Das war jetzt eine Marathonsitzung, die heute Morgen um 9 begonnen hat. Ich danke allen, die so lange ausgehalten haben, Abgeordnete, Mitarbeiter. Also bedanken ist meine Stärke, das kann ich wirklich gut. Ziemlich die längste Sitzung, die ich jemals über mich habe ergehen lassen. Ich danke also allen, die es so lange ausgehalten haben. Danke auch dem Sekretariat.